dieser dicke Bauch ist dann weg, da kommt ein Mensch raus. Da kommt ein kleiner Mensch raus. So, da dachte, also manchmal dachte ich, das geht gar nicht. Ich habe einen Blasensprung unterwegs auf der Straße gehabt, wovor immer ganz viele Frauen Angst haben. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe in der Straßenbahn eine riesen Pfütze hinterlassen, fand das eher lustig und habe mich einfach nur gefreut, dass es losgeht. Ich hatte einen Dammschnitt. Ich wünschte, ich hätte nicht zugestimmt. Es ist in dem Moment, man geht ja auch davon aus, es wird geschnitten, wenn es nötig ist. Ich hätte auf mein Gefühl hören sollen. Das habe ich nicht gemacht. Natürlich mache ich mir da Vorwurf. Wir haben jetzt zwei Kinder, die bei uns sind. Vier Kinder haben wir verloren. Ich hatte vier Fehlgeburten. Drei davon, sage ich mal, waren in einem normalen, in Anführungsstrichen, frühen Stadium der Schwangerschaft bis zur 12. Woche. Eine davon war später und das hat für mich auch einen großen Unterschied gemacht, weil es einfach eine normale Geburt war. Ich wollte, dass mir jemand anders was über meinen Körper sagt. Ich wollte, dass mir jemand anders sagt, was ich machen muss in dem Moment. Und so funktioniert natürlich eine Geburt überhaupt nicht. Und auf einmal war ich selbst schwanger und habe gemerkt, da steht man vor genau den gleichen Fragen und genau den gleichen Ängsten und Sorgen wie eine Nicht-Hebamme. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Heimathafen und ich freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben tolle Gäste, bei denen ich mich sehr bedanke, dass Sie so spontan zugesagt haben und das Ganze auch noch ohne Gage. Also da kann ich einfach nur sagen, vielen lieben Dank. Durch den Abend wird Sie unsere Moderatorin Frau Shelly Kupferberg führen. Außerdem bedanke ich mich bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung diese Podiumsdiskussion überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Als erwähnen einmal der Berliner Hebammenverband, der Deutsche Hebammenverband, die Firma Hoppeditz Tragetücher, die Firma Terraline Stillkissen, Elwin Staude Verlag und alle anderen, die auch hier noch mitgewirkt haben und geholfen haben, bei allen bedanke ich mich. Jetzt stelle ich mich kurz vor, mein Name ist Roland Wirz-Binner und ich bin der Veranstalter von dieser Podiumsdiskussion. Nun übergebe ich das Wort an die Moderatorin und das Mikro. Herzlichen Dank auch von meiner Seite aus. Ein Hallo in alle Richtungen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf eine reghafte Diskussion, einen reghaften Austausch, einen regen Austausch mit meinen Podiumsgästen und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Ich begrüße Dr. Christine Bruhn ganz herzlich hier. Sie ist Geschäftsführerin des Geburtshauses Charlottenburg. Das ist das älteste Geburtshaus in ganz Deutschland. Und in Anbetracht der derzeitigen Situation der Hebammen steht sie kurz davor, die Tore dieser wunderbaren Einrichtung schließen zu müssen. Ich begrüße neben ihr ganz herzlich Julia Richter, Schauspielerin. Wir kennen sie aus Filmen, wir kennen sie vom Fernsehen, auch vom Theater. Unter anderem war sie am Weimarer Nationaltheater, am Thalia-Theater, aber auch hier auf der Bühne des Heimathafen Neuköllns hat sie schon gelesen und gespielt. Und ganz nebenbei ist sie auch noch Mutter. Und in dieser zweiten Funktion sitzt sie heute hier und wird sicherlich auch die eine oder andere Erfahrung einstreuseln in das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir auch von der Politik Cordula Schulz-Asche
gewinnen konnten von Bündnis 90 die Grünen. 10 Jahre lang hat sie Gesundheitspolitik in Hessen aktiv betrieben, sitzt seit September 2013 im Deutschen Bundestag und ist Sprecherin für Prävention und Gesundheitswirtschaft und bürgerschaftliches Engagement sowie Menschenrechte. Von Hause aus ist sie Krankenschwester, auch sie ist Mutter, also hat auch multiple Perspektiven, die sie heute hier sicherlich einbringt. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße ganz herzlich Katharina Jeschke neben mir, Präsidiumsmitglied für den freiberuflichen Bereich des Deutschen Hebammenverbandes. Auch sie ist von Hause aus Hebamme, hat ein Geburtshaus geleitet. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die Vergütungsverhandlungen mit den Krankenkassen und unter anderem hat sie auch ein Notfallmanagement in der Geburtshilfe in Kliniken mitentwickelt. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich begrüße des Weiteren Heinrike Pfohl. Heinrike Pfohl ist Diplompädagogin und Mitinitiatorin der Kaiserschnittstelle Hannover. Traumatische Erlebnisse, die Frauen ja haben können durch oder nach einem Kaiserschnitt, die fängt sie quasi mit einer Begleitung und Beratung auf. Sie gibt diesen Frauen, diesen Eltern Hilfestellung, ja, auf dem Weg nach einem Kaiserschnitt das Erlebte zu verarbeiten und integrieren. Und inzwischen ist das Ganze auch ein Verein und sie ist Vorsitzende des Vereins. Schön, dass Sie da sind. Und last but not least möchte ich Ihnen Professor Dr. Michael Abu Daken vorstellen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Berlin am St. Josef Krankenhaus, hat sehr, sehr viele wissenschaftliche Beiratsstellungen inne. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen noch was davon mitgeben. Er ist wissenschaftlicher Beirat der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Berlin, Vorstand der WHO, UNICEF und zwar der Initiative Babyfreundliches Krankenhaus Deutschland und hat einen Lehrstuhl inne und zwar an der Evangelischen Hochschule Berlin und zwar in Hebammenkunde. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Er ist ein großer Fan der natürlichen Geburt und somit auch für die enorm wichtige Arbeit von Hebammen einstehend. Und bevor wir tatsächlich ins Gespräch miteinander kommen, hier ein kurzer Clip, der einige Eindrücke wiedergibt. Ich bin eine Klinikhebamme mit zusätzlicher freiberuflicher Nebentätigkeit. Und in der Klinik ist es so, uns wurde von unseren Verbänden schon lange empfohlen, dass wir uns zusätzlich versichern, weil die Versicherungen über die Kliniken im schlimmsten Falle nicht ausreichen und wir dann mit unserem Privatvermögen haften würden. Außerdem ist es so, dass ich ja zusätzlich Vor- und Nachsorge anbiete, wie viele Hebammen, und dass ich diese Arbeit dann nicht mehr tun kann. Es ist jetzt schon so, seit die Versicherungen so arg gestiegen sind, es haben sich ganz viele Hebammen zurückgezogen aus ihrem Kerngebiet, den Geburten, den Hausgeburten, aber auch aus der Vor- und Nachsorge. Vor einem Jahr war es so, dass zweimal die Woche bei mir jemand angefragt hat wegen Vor- und Nachsorge. Und im Moment ist es wirklich so, dass ich eigentlich täglich 6, 7 Anrufe habe und dass die sagen, sie haben schon 10, 15 Hebammen abtelefoniert und ganz verzweifelt sind und schon niemanden mehr finden. Hebammen stehen werdenden Eltern während der Schwangerschaft und der Geburt sowie in der Zeit nach der Geburt zur Seite. Der Anspruch auf Hebammenbetreuung, der ist gesetzlich verankert hier in Deutschland, aber es ist für Schwangere inzwischen gar nicht mehr so einfach, eine Hebammenbetreuung zu finden. Viele Hebammen haben ihren Beruf angesichts der stark steigenden Haftpflichtprämien bereits aufgegeben. Nächste Woche, am 1. Juli 2014, da steigt die Haftpflichtprämie für Freiberufliche in der Geburtshilfe tätige Hebammen auf über 5.000 Euro an. Und für den 1. Juli 2015, also bereits ein Jahr später, sind weitere Steigerungen dann auf über 6.000 Euro angekündigt. Frage an Frau Jeschke, warum steigen denn eigentlich die Haftpflichtprämien ins so Ungeheuerliche? Gibt es immer mehr Schadensfälle oder wie kann man sich das erklären? Nun, es sind ja zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, die Haftpflichtprämie steigt. Nichtsdestotrotz steht sie aber auch einem relativ geringen Verdienst der Hebammen gegenüber und dadurch ist die Summe sehr hoch. Diese 5.100 Euro ist ja eine Jahresprämie, die fällig wird. Nein, es gibt nicht mehr Schadensfälle, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es gibt sogar weniger Schadensfälle in den letzten Jahren.
Aber die Regulierung der Schadensfälle, die ist wesentlich teurer geworden. Das heißt, diese Kinder, wenn sie denn geschädigt zur Welt kommen, die leben heute länger, die Pflegekosten sind gestiegen und insbesondere die Sozialversicherungsträger, also die gesetzlichen Krankenkassen und die Rentenversicherungen, holen sich einen ganz großen Teil aus diesen Haftpflichtsummen. Und das ist in den letzten Jahren so viel mehr geworden, dass deshalb die Prämien so sehr gestiegen sind. Wir wollen von den Erläuterungen, die Sie uns gegeben haben, mal ein wenig in die Praxis schauen. Frau Dr. Brun, Sie leiten ja das Geburtshaus Charlottenburg, das haben wir eingangs erwähnt, hier in Berlin. Das ist das älteste Geburtshaus in Deutschland. Wie wirkt sich denn diese steigende Haftpflichtprämie tatsächlich auf Ihre Arbeit und die Arbeit der im Geburtshaus tätigen Hebammen aus? Also im Moment ist es so, dass wir noch ein bisschen, sage ich mal, mit unterstützen und auffangen können, weil wir sind ein sehr großes Haus mit 340 Geburten im Jahr und haben über diesen Hintergrund auch die Möglichkeit, Zuschüsse zu geben. Das tun wir auch so, und zwar so hoch, wie es irgendwie geht. Aber diese Möglichkeit gibt es nicht in allen Zusammenhängen. Da muss man sagen, das hängt auch genau mit unseren Rahmenbedingungen zusammen, dass wir das so tun können. Sodass, aber das wird auch nicht ewig so sein. Nein, das wird nicht ewig so sein. Und es ist ja einfach so, dass die nächste Steigerung ins Haus steht und dann im Grunde genommen das grundsätzliche Problem ja überhaupt noch gar nicht gelöst ist und dann vielleicht überhaupt gar keine Versicherung mehr möglich ist. Und das, gut, aber dann, da reden wir dann über ein ganz anderes Szenario. Über dieses grundsätzliche Problem, ich denke, das sollten wir gleich mal aufgreifen. Nochmal, Frau Jeschke, geht es denn bei der Haftpflichtproblematik nur um die außerklinische Geburtshilfe? Welche Hebammen also sind tatsächlich davon betroffen? Also von der Steigerung sind alle Hebammen in Deutschland betroffen. Das sind einerseits die geburtshilflich tätigen Hebammen und das sind jene Hebammen, die Hausgeburten begleiten oder die Geburten in den Geburtshäusern begleiten. Es sind gleichermaßen aber auch jene Hebammen, die als Beleghebammen in Kliniken tätig sind. Das ist jetzt hier in Berlin, gibt es das auch? Flächendeckend ist sowas allerdings eher in den größeren Bundesländern zu finden, insbesondere in Bayern. Da werden 80% der geburtshilflichen Klinik über Beleghebammensysteme ausgeführt. Und insgesamt haben wir damit in Deutschland gut 23% der Geburten, die von freiberuflichen Hebammen begleitet werden. Das ist das eine. Gleiche Steigerungsquote, jedoch weniger Geld haben aber alle anderen freiberuflichen Hebammen ebenfalls. Und das sind jene Hebammen, die die Schwangerenbetreuung machen, die Geburtsvorbereitungskurse anbieten, jene, die Wochenbettbetreuungen machen. Und gerade diese Gruppe sind oft Hebammen, die neben ihrer Mutterschaft oder neben einer Stelle in der Klinik diese Versorgungsleistung noch mitmachen. Das heißt, das sind nicht Vollzeit arbeitende Hebammen, die diese Kostensteigerung zu tragen haben, aber auch nicht ausgleichen können. Betroffen ist also die komplette Hebammenleistung in Deutschland und betroffen sind alle Frauen in Deutschland, die Mutter werden in der ein oder anderen Form, je nach Geburtsort oder Betreuungsart, die sie nun benötigen. Manche Menschen glauben ja, es handelt sich, wenn überhaupt, um die paar Minimalprozent, die vielleicht zu Hause entbinden wollen oder außerklinisch. Aber das ist es eben nicht. Sie haben das gerade noch mal dargestellt. Es ist wirklich ein umfassendes Problem von der Vorsorge, Schwangerschaftsbegleitung bis zur Nachsorge und der Wochenbettversorgung sozusagen. Können Sie denn inzwischen sagen, haben sich Hebammen aufgrund der Tatsache, dass diese Haftpflichtprämie seit 2010 kontinuierlich steigt, auch schon aus ihrem Beruf zurückgezogen? Es gibt ja keine genauen Statistiken, wie viele Hebammen es wirklich in Deutschland gibt, die arbeiten. Da fehlt eine genaue Datengrundlage. Allerdings haben wir Schätzwerte. Und auch die wurden erhoben von Seiten oder in einem Gutachten, was das Bundesgesundheitsministerium auch in Auftrag gegeben hatte.
Da ging man davon aus, dass 20% der geburtshilflich tätigen Hebammen die Geburtshilfe aufgehört hatten in den letzten Jahren. Diese Zahlen sind aber zwischenzeitlich schon veraltet. Das ist von 2012. Und wir gehen davon aus, dass zwischen 2012 und 2013 weitere 5% der geburtshilflich tätigen Hebammen ausgestiegen sind. Und das ist schon eine sehr, sehr große Zahl, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Frau Richter, ich hatte eingangs gesagt, auch Sie sind Mutter neben Ihrem Schauspielberuf und hatten eine Hebamme, die Sie auch während der Geburt betreut hat. Was hat Ihnen denn diese Betreuung gegeben? Wie wichtig war die tatsächlich für Sie persönlich? Ja, ich hatte schon relativ früh von einer Freundin von Beleghebammen erfahren und habe mir damals schon vorgenommen, also wenn ich irgendwann mal ein Kind bekomme, dann so, weil das für mich der Weg war, der mir am schönsten, natürlichsten, aber auch am sichersten schien, dass ich also vorher eine Hebamme kennenlerne in der Schwangerschaft, mit der die Entbindung erlebe und sie dann auch noch das Wochenbett übernimmt. Und von daher, ja, war das natürlich was ganz Wunderbares, und ich hatte aber eben auch die Sicherheit, dass wenn was ist, ich eben direkt im Krankenhaus bin. Und dazu kam, dass ich eben unbedingt ambulant entbinden wollte, weil die Vorstellung, dass man dann mit dem Kind gleich nach Hause geht und dort das Wochenbett lebt in der neuen kleinen Familie, war für mich so die schönste Vorstellung von Kind bekommen, Familie gründen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, aber auch eben diese Kontinuität mit einer Person sozusagen, diesen ganzen Prozess zu erleben. Ja, weil, also ein Kurs vorher, ein Kurs nachher, das kann man alles machen. Mir persönlich war die Entbindung ja das große Fragezeichen. Also wie bin ich da? Kann ich loslassen? Wie geht man mit den Schmerzen um? Wie empfindet man die Schmerzen? Wie, ja, das ist, finde ich, so eine intime und so eine private Situation und auch noch eine sehr seltene Situation im Leben. Und da jemanden zu haben, der mich vorher kennengelernt hat, den ich anrufe, wenn es losgeht, der mir sagt, so, du bleibst oder du frühstückst noch oder du packst sofort die Sachen und kommst oder wir fahren zusammen ins Krankenhaus, dass man eben nicht stundenlang dann da irgendwie steht, wartet, dass man keinen Schichtwechsel während der Entbindung vielleicht hat und dass ich jemanden habe, der mich vorher kennengelernt hat und somit ja auch eine gewisse Verantwortung, glaube ich, hat, mit mir das gemeinsam zu machen. Und ich glaube, für mich war das so nachvollziehbar, dass man natürlich dann auch als Hebamme ganz anders, weiß ich, vielleicht ist es auch völlig falsch, aber in meiner Vorstellung war es eben so, dass ich dachte, dann ist es doch für die Hebamme auch ein anderer Vorgang. Nochmal eine Frage an Frau Brun. An wen können sich denn frisch gebackene Eltern wenden, die keine Hebamme mehr gefunden haben, wenn dann in der Zeit nach der Geburt auch Fragen rund ums Stillen beispielsweise oder andere Komplikationen auftreten? Ja, wenn die also gegeben sind, was macht man da? Tja, eine gute Frage. Da kann ich Ihnen spontan gar keine Antwort drauf geben. Möchte jemand anders darauf antworten? Ja. Also ich noch mal. Die Wochenbettbetreuung ist per Gesetz definiert ja die vorbehaltliche Tätigkeit der Hebamme. Das darf gar kein anderer Berufsstand machen. Und diese aufsuchende Hilfe, die täglich kommt oder sogar mehrmals täglich nach Hause, da gibt es auch gar keinen anderen Berufsstand, der das ausgleichen könnte. Natürlich gibt es Kinderärzte, natürlich gibt es Frauenärzte, die für die Frau oder für Fragen beim Kind zuständig sind. Die sind aber für die ärztlichen Tätigkeiten zuständig. Für diesen großen Komplex Hebammenhilfe, die A, Mutter und Kind als Einheit betreut und die medizinische, psychosoziale und wir nennen es edukative, also Erziehungshilfen gibt, alles in einer Person. Diesen Berufsstand, der ist so in dieser Form einmalig, und die Betreuung des Wochenbettes darf in Deutschland aktuell kein anderer Berufsstand übernehmen. Natürlich könnte man das gesetzlich ändern, das wäre ganz schnell gemacht, aber auch jene, die es dann übernehmen würden, hätten das gleiche Haftpflichtproblem, auch jene könnten das nicht finanzieren. Lassen Sie uns ein bisschen in den Klinikalltag schauen. Professor Abu Dacken, Sie leiten die Geburtsstation im St. Josef Krankenhaus in Berlin. Sind Ärzte denn von den steigenden Haftpflichtkosten genauso betroffen wie die Hebammen?
Das ging die ganze Zeit gerade durch meinen Kopf. Also die Dinge, die hier besprochen wurden bis jetzt, sind natürlich Themen, die uns insgesamt in der Geburtshilfe in Deutschland beschäftigen. Ich denke, das muss man sich bewusst werden, ohne jetzt von der dringenden Problematik seitens der Hebammen abzulenken. Wir sind ja alle hier, weil wir, glaube ich, gerade diese Frage gar nicht diskutieren wollen, welche Berufsstände diese Hebammentätigkeit übernehmen könnten. Ich glaube, wir sind in Deutschland da sehr gut aufgestellt. Wenn man mal im Ausland ist und über Geburtshilfe spricht und über Komplikationen spricht oder wenn man ausländische Studien liest, zum Beispiel um Betreuungssituationen von Frauen, um die Frage der normalen Geburt, der hohen Sektioraten, dann stellt man immer wieder fest, dass eines unserer Geheimnisse, der immer noch im internationalen Kontakt auch relativ gut dastehenden Situation rund um die Geburtshilfe damit zusammenhängt, dass wir so eine sehr starke letztendlich Installation der Hebammen in Deutschland haben. Das ist einfach, denke ich, durch Gesetzgebung gut geregelt und da beneiden uns viele Leute drum. Also es ist meines Erachtens ein Thema, an dem wir gar nicht rühren dürfen, nicht nur aus berufspolitischen Gründen, sondern aus inhaltlichen Gründen, weil eben, ich denke zum Beispiel daran, dass in den 80er Jahren Studien aufkamen aus Amerika, dass Geburtsbegleitung durch Doulas halt ein Thema sei. Das hängt einfach damit zusammen, dass in Amerika die Hebammenbegleitung eben so schlecht entwickelt ist und dass eine sehr starke Geburtshilfe dort besteht, die eben rein ärztlich ist, sage ich als Arzt. Also ich will unseren Berufsstand gar nicht schlecht machen, weil ich glaube, diese Teilung, die wir in Deutschland haben, ist eben sehr effizient und sehr gut für die Frauen. Ich glaube, dass das große Megathema über der gesamten Fragestellung ist, wie überhaupt Geburtshilfe in Deutschland bezahlt wird. Also eine Gesellschaft, die mit vielen Systemen versucht, darum zu ringen, dass Leute wieder mehr Kinder bekommen, aber gleichzeitig das Kinderkriegen erschwert und Angst macht zum Kinderkriegen, also Frauen entmündigt, die Autonomie nimmt, indem sie eben keine Freiheiten mehr haben, indem sie letztendlich unter Bedingungen gebären sollen, die finanziell kaum gesichert sind, das ist ein großes Thema. In Kliniken kann man das mit einer gewissen Größe noch aufrechterhalten. Dazu braucht man eben tatsächlich viele Geburten, um das einigermaßen zu rechnen. Das ist ein Thema. Kleinere geburtshilfliche Abteilungen, auch in Berlin, selbst in so einer Großstadt, haben eben nicht überlebt. Zum Teil Konstruktionen, die ich sehr interessant fand, Kombination Geburtshaus und Klinikgelände. Letztendlich ist Ihr Geburtshaus ja auch so konstruiert, dass die Klinik doch sehr dicht bei ist. Also man durchaus die klinische Geburtshilfe auch schnell auffinden kann. Das sind Konzepte, die eben auch dort zugrunde gehen. Einerseits durch die Haftpflichtfrage auch für Ärzte und Ärzte. Andererseits einfach dadurch, dass das, was übrig bleibt, sich irgendwann nicht mehr rechnet. Und ich finde die Diskussion, gerade seitens der Hebammen, dass man sagt, wie kriegen wir jetzt unsere Haftpflicht hin, würde ja in jedem anderen Berufsstand bedeuten, man erhöht seine Preise, um das abzusichern. Ich meine, dass die Versicherer versuchen, sich zu entlasten, dass die Krankenkassen mittlerweile in einer Art und Weise ihre Forderungen versuchen, über den Klageweg oder eben zu verschieben letztendlich in die Haftpflichtsituation. Das ist alles merkantil nachvollziehbar, es ist Kapitalismus, es ist okay, wenn man das System gut findet. Aber es ist eben, das Merkwürdige ist, dass auf der Gegenseite diejenigen, die ihre Preise kalkulieren müssen, das gar nicht kalkulieren können, weil diese Preise gebändelt sind. Mhm. Und da haben wir in vielen Berufen, auch bei den Ärzten, immer diesen Konflikt, dass wir auf der einen Seite Gutes tun wollen, auch bereit sind, an unsere Grenzen zu gehen, aus diesem Helfersyndrom, das wir alle haben. Ich glaube, da sind die Hebammen, Ärztinnen und Ärzte alle irgendwie vorbelastet, wenn man in diesen Beruf geht, wenn man was will, man möchte was Schönes erreichen, man möchte seinen Klientinnen helfen und denkt eben nicht so merkantil. Also eigentlich müssten wir alle ab einem gewissen Punkt sagen, das geht einfach nicht mehr. Wir haben eine Kostenkalkulation auf der einen Seite und wir haben eine Einnahmensituation auf der anderen Seite. Wenn es nicht zusammenkommt, funktioniert was nicht. Und dann müsste der Markt das im Grunde genommen regulieren. Also die Preise müssten hochgehen. Das will natürlich keiner. Professor Aboudakin sprach gerade davon, dass immer mehr Kliniken tatsächlich auch schließen, also Geburtskliniken, Geburtsstationen. Frau Jeschke, wissen Sie denn, ob es tatsächlich inzwischen schon in bestimmten Gegenden Deutschlands zu Engpässen kommt, wie es mit der Versorgung aussieht, aufgrund der Tatsache, dass Geburtsstationen geschlossen haben? Ja, das geht's und das betrifft insbesondere die Flächenländer. Große Diskussionen gab es ja in den vergangenen Monaten um Sylt. Sylt als Insel ist natürlich immer ein ganz besonderes Beispiel. Und jene Inselbewohner brauchen natürlich auch eine geburtshilfliche Versorgung. Das fokussiert aber dieses Thema so ein bisschen auf eine ganz besondere Wohnsituation und lässt außen vor, dass in allen Flächenländern
die Deutschland hat, die Versorgung, die geburtshilfliche Versorgung eben nicht mehr wohnortnah ist. Und es lässt auch außen vor, dass es in Deutschland gar keine Diskussion und keine Definition darüber gibt, welcher Weg für die Geburt ist denn überhaupt zumutbar für eine Frau unter Wehen. Sind es 30 Kilometer, sind es 50 Kilometer, muss eine Frau in Kauf nehmen, dass sie 100 Kilometer Fahrtweg mit Wehen, mit Bauch, möglicherweise mit kleinen Kindern zu Hause, dass sie diesen Weg in die Klinik macht, und entspricht das noch unserem Aspekt von Sicherheit? Mhm. So. Sie haben gerade gesagt, die Flächenländer werden ein wenig unterschätzt. Dennoch, ich denke, das Beispiel Sylt sollten wir uns noch mal anschauen, und auch dafür haben wir einen kleinen Einspieler. Im Moment ist die Situation hier sehr prekär. Die geburtshilfliche Station hat Anfang des Jahres geschlossen und wir haben keinen aktuellen Notfallplan. Das heißt, der sieht einfach so aus, dass der Rettungsdienst gerufen wird und wir gehalten sind, die Frauen aufs Festland irgendwie zu bringen. Also das Boarding-Konzept fällt für uns leider aus. Wir können nicht daran teilnehmen, eben durch dieses eine Kind, was schon da ist. Ich wüsste nicht, wo ich es lassen soll, und ich möchte es nicht in fremden Händen dort wissen. Ich weiß nicht, ob der Papa es rechtzeitig schafft, wenn es bei mir losgeht. Deswegen, an diesem Boarding-Konzept nehmen wir nicht teil. Das ist für mich unvorstellbar. Ich fühle mich gut, dass ich auf Sylt lebe. Schade ist, dass in einer Woche der errechnete Termin ist und dass er mit so unglücklichen Umständen verbunden ist. Das heißt, dieses unsichere Gefühl, was man vielleicht als werdender Vater noch ein bisschen mehr hat als werdende Mutter, weil man ist halt in der Rolle des Passiven, weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Macht es nicht gerade leicht, dass wir hier auf Sylt leben, beziehungsweise jetzt schon seit einer Woche aufs Festland hin und her pendeln, um sicherzugehen, dass die medizinische Versorgung im Falle, dass es losgeht, gewährleistet ist? Die Frauen, die in das Boarding-System gegangen sind, das heißt, die Kliniken auf dem Festland haben angeboten, für die 14 Tage, die Frauen vorher die Insel verlassen sollen, ihnen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im Grunde genommen ein Zimmer. Fraglich ist, ob die Familie mitkommen kann. Das heißt, die Frauen sitzen dort und, wie sagte mir eine Schwangere so schön, was soll ich da machen den ganzen Tag? Die Wand angucken. Ich kenne dort niemanden. Meine ganzen Freunde, mein ganzes soziales Umfeld ist auf der Insel. Mein Mann ist hier, eventuell mein Kind ist hier. Und ich denke mal, das macht den Frauen einfach Angst. Sie fühlen sich nicht wohl. Und Angst macht immer ganz klein, ganz eng. Und egal, wo die Frauen hingegangen sind, das hängt jetzt nicht von einer speziellen Klinik ab, sie haben bis auf zwei alle einen Kaiserschnitt bekommen. Wir waren dann 4 Tage lang in der Klinik und danach sind wir dann nach Hause gefahren, mehr oder weniger freiwillig. Ich hatte schon Heimweh, ich wollte auch unbedingt nach Hause. Ich war dann ja fast 4 Wochen tatsächlich in Hamburg. Aber ich wäre gerne noch einen Tag länger im Krankenhaus geblieben. Hätten wir auch gekonnt, dann hätten wir aber mal umziehen müssen. Die waren halt ziemlich voll dann dort. Und dann sind wir nach 4 Tagen mit Kaiserschnittnarbe von Hamburg nach Sylt gefahren. Und das war im Nachhinein alles andere als gut. Die Narbe ist dann wieder aufgegangen. Und das hat mich dann hier zu Hause nochmal ordentlich zurückgeschmissen. Geburtshelfer können auf Geburtsschäden verklagt werden. Wer haftet, wenn die Klinik aufgrund eines zu langen Anfahrtweges nicht rechtzeitig erreicht werden kann? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, das Schicksal. Ja, so war ein Ausschnitt, ein Eindruck der Geburtssituation für viele Menschen auf der Insel Sylt. Frau Schulz-Ascher, als jemand, der so lange sich für Gesundheitspolitik in Deutschland stark gemacht hat, da müsste Ihnen doch die Haare zu Berge stehen, oder? Wenn Sie sowas hören, ist das akzeptabel? Nein, das ist natürlich nicht akzeptabel. Wir haben ja schon jetzt von mehreren Seiten gehört, Geburt ist ja keine Krankheit, sondern ist ein Ereignis, was sich einbettet für eine Frau und auch für die Familie in den längeren Prozess. Und dazu gehört die Vorbereitung auf die Geburt, dazu gehört die Geburt selber und dazu gehört auch die Nachbereitung. Das Problem Sylt ist natürlich besonders extrem, weil man irgendwie wirklich weil es wirklich eine Insel ist. Aber wir haben natürlich Versorgungsprobleme auch in verschiedenen Teilen im ländlichen Raum, gerade in den Flächenländern. Wir haben viele kleinere Krankenhäuser,
wo ich mir nicht sicher bin, ob die Qualität gut ist, aber auf jeden Fall machen die zu, die bisher Geburten angeboten haben. Und was aber, glaube ich, sehr viel bedeutender ist, ist, dass auch die Betreuung durch die Hebammen in diesen Räumen nicht gesichert ist. Also dass es keine Einbettung von Hebammen, Kliniken, keine Gesamtkonzepte für Regionen gibt. Und meiner Meinung nach liegt da die Lösung. Man muss, Sylt ist sicher ein besonderer Fall, aber man muss auch im ländlichen Raum schauen, was haben wir für Kliniken, mit welchen Angeboten arbeiten dort Beleghebammen, wie ist das Angebot in den einzelnen Dörfern, die ja zum Teil auch sehr weit auseinander liegen, welche Strukturen haben wir da überhaupt noch oder können wir zum Beispiel auch aufsuchende Hilfen organisieren, also dass eine Hebamme auch mal zu einer Schwangeren hinfährt in einem bestimmten Ort, wenn die zum Beispiel 3 oder 4 Kinder hat. Deswegen ist für mich eine zentrale Lösung, was die Versorgung mit diesem ganzheitlichen Konzept der Hebamme angeht, muss man wirklich regional finden. Man muss sehen, an welches Krankenhaus ist angedockt, gibt es Geburtshäuser oder gibt es andere Formen von Versorgung, und dann muss man regionale Konzepte erstellen. Das Problem bei Sylt ist ja, dass es sozusagen eine Notfalllösung ist und zwar eine, die entstanden ist, obwohl die Entwicklung absehbar war. Und deswegen dringe ich ganz stark darauf, dass wir gerade im ländlichen Raum oder gerade in solchen besonders abgelegenen Regionen wirklich regionale Konzepte haben. Das gilt übrigens nicht nur für die Geburtshilfe, sondern es gilt auch für andere medizinische Bereiche. Da haben wir ja die gleichen Probleme, auch wenn Sie auf Sylt, ich sage jetzt mal, einen Blinddarmdurchbruch haben, werden Sie ein Problem haben in der medizinischen Versorgung dann in dem Fall. Von daher sind das Probleme, die wir strukturell überall im ländlichen Raum haben. Dafür haben wir manchmal sehr viele Überangebote in den Ballungsräumen, weil sich das da auch besser, da kann man mehr verdienen. In diesen Räumen, da brauchen wir insgesamt Konzepte der gesamten Versorgung, und dazu gehört eben auch die Hebammenversorgung und die Geburtshilfe. Nun haben wir in diesem Beitrag gerade auch schon gesehen und gelernt, dass unzureichende geburtshilfliche Versorgung unter anderem auch dazu führen kann, dass die Kaiserschnittrate ja höher wird. Henrike Pfohl, ich habe es eingangs gesagt, Sie arbeiten in Hannover an der Kaiserschnittstelle sozusagen. Womit genau befasst sich diese Initiative, dieser Verein? Ja, an uns können sich Frauen und eigentlich auch ganze Familien wenden, die einen Kaiserschnitt hatten oder auch die schon absehen können, dass sie einen Kaiserschnitt haben werden. Und wir bieten verschiedene Beratungsangebote an. Primär wenden sich Frauen an uns, die tatsächlich einen Kaiserschnitt hatten, und zwar einen sekundären Kaiserschnitt, das heißt einen Kaiserschnitt, der nicht geplant war und die einfach danach Verarbeitungsprobleme haben, tatsächlich psychisch damit zu kämpfen haben, mit diesem Erlebten. Auch die Kinder häufig Anpassungsschwierigkeiten haben und die dann zu uns in die Beratung kommen. Was bieten Sie diesen Frauen an? In erster Linie Gespräche. Gespräche über die Geburt, um erstmal auch herauszufinden, was ist überhaupt passiert. Erstmal ganz viel Schmerz und Trauer und Wut loszuwerden. Also das haben wir ganz viel. Die kommen zu uns und das Erste, was sie machen, ist eigentlich immer erstmal weinen. Also die können nicht erzählen, ohne zu weinen, und da löst sich dann ganz, ganz viel und so kommt man dann immer weiter. Also die kommen natürlich öfters nacheinander dann zu uns. Und so kann man das so ein bisschen aufarbeiten, also gucken, was ist da überhaupt passiert. Die meisten Frauen verstehen auch gar nicht, wieso, was ist denn da mit mir passiert. Auf einmal sagte der Arzt, wir machen einen Kaiserschnitt und ich wollte das gar nicht. Also die fühlen sich auch überrumpelt. Und was die Frau in dem Beitrag gerade von Sylt auch erzählte, ist ganz, ganz häufig so, dass dann, wenn es den Frauen psychisch überhaupt nicht gut geht und sie das nicht verarbeiten können, dass sie dann natürlich auch körperliche Probleme danach haben. Also so eine Narbe, die aufgeht, ist eigentlich immer ein schönes Zeichen dafür, dass da viel noch nicht geheilt ist. Und das besprechen wir. Also eine ganz wichtige Auffangstelle im Prinzip für viele Eltern, die das erstmal verarbeiten müssen. Die WHO, die empfiehlt eine Kaiserschnittrate von nicht mehr als 15%. Herr Aboudakin, in Deutschland haben wir im Schnitt mehr als 30% Kaiserschnitte. Das klafft also ganz schön mit dieser WHO-Empfehlung. Woran liegt denn das? Das sind viele, viele Gründe, die dazu beigetragen haben, dass es momentan die Situation gibt. Glücklicherweise gibt es ja eine Bewegung jetzt auch in Deutschland, die sich dessen bewusst geworden ist und versucht, wieder die Normalität herzustellen, also die normale Geburt als wieder Thema, das diskutiert wird, eingebracht wird und wo man versucht, entsprechend drum zu ringen. Also wir haben ja
hier in Berlin Frau Kraus, Hebamme aus meinem Team und ich beim Berliner Senat eingebracht, dass das zum Weltkulturerbe zählen sollte. Sicherlich haben wir es ein bisschen provokativ auch gemacht, um gegen diese Idealisierung des Kaiserschnitts anzugehen, den wir ja auch in Berlin unter anderem erleben. Ich glaube, dass, um bei dem Thema der Hebammen zu bleiben, dass tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel die 1:1-Betreuung bedeutet. Also wieder Frage der Finanzierung, kriegt man es hin. Das Ideal der Beleghebamme, was Sie dargestellt haben, ist ja genau das, dass man seine Hebamme kennt und die dann auch Zeit für sie hat und sie entsprechend betreuen kann. Und wir wissen das ist schon so lange eigentlich bekannt, aber durch immer wiederkehrende Studien, dass in solchen Situationen durch die Stärkung der Autonomie die Geburtsverläufe besser werden. Mhm. Abgesehen davon, dass viele Dinge in Kliniken gelaufen sind, ich hoffe, das überwinden wir jetzt irgendwann gemeinsam, die zu einer Technisierung geführt haben und dabei der Kaiserschnitt zu beliebig geworden ist, scheinbar beliebig. Das sind alle Daten, die wir... Scheinbar beliebig aufgrund von Notfallsituationen oder auch Wunschkaiserschnitt? Nein, scheinbar beliebig, weil man dachte, das macht keine Komplikationen. Es gibt ja viele Frauen, die mittlerweile fantasieren, dass das der Kaiserschnitt für ihr Kind und für sie besser sei, was vollkommen unsinnig ist. Also es gibt alle Studien weisen auf genau das Gegenteil hin. Aber das ist in den Köpfen drin, da ist Angst im Personal, auch wieder Personalmangel auf allen Seiten, Hebammen und Ärzten. Da muss man sicherlich genau hinschauen. An dem Beitrag, wenn ich eine Sache kritisieren darf, schwingt ja mit, dass Kaiserschnittraten sich verändern würden, wenn jetzt auf Sylt weiterhin die Geburtshilfe bestehen würde. Das ist nach allen Erfahrungen, die wir sehen, aus sehr kleinen Geburtshilfen ein Irrtum. Also man muss dann, wenn man solche kleinen Einheiten aufrechterhält, sehr engagierte Leute haben, die trotzdem am Ball bleiben, trotzdem die moderne Medizin anfangen zu machen, eben nicht das, was sie irgendwann mal gelernt haben. Wir haben in vielen Bereichen, da braucht man jetzt nicht nach Sylt zu gehen, kann man in Brandenburg gucken, einen unglaublichen Mangel an Leuten, die Verantwortung übernehmen wollen, auch auf ärztlicher Seite. Und dementsprechend sind einige Kliniken doch sehr konservativ geführt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Was nicht bedeutet, dass die Kaiserschnittraten niedrig wären, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn man ein Konzept machen möchte, dass wohnortnahe Geburten möglich sind, dann muss man auch letztendlich Leute einsetzen, die wirklich mit Engagement dran gehen, mit Leidenschaft und sich für die Sache einsetzen und nicht irgendein Klinikarzt, der dann weitermacht und damit die Klinikstruktur laufen kann. Damit macht man, glaube ich, nicht unbedingt was Gutes. Über die Überbewertung von Kaiserschnitten haben Sie gerade ganz schön gesprochen, Herr Abudaken. Frau Brun, trotzdem, wenn man über Notfälle bei dem Geburtsverlauf hört, dann meistens bei der natürlichen Geburt. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ist die natürliche Geburt denn überhaupt sicher? Frage ich jetzt einfach mal ein wenig kratzbürstig in die Runde. Ja, also das ist eine Frage, die kann ganz eindeutig mit Ja beantwortet werden. Und es ist eigentlich, finde ich, wirklich sehr erstaunlich, dass dieses Wissen so wenig verbreitet ist. Und es gibt tatsächlich, also ich sage mal, alle die aufgeklärten, fortschrittlichen Mediziner, Professor Abudaken zum Beispiel, ist so einer, die wissen auch ganz genau, was es damit auf sich hat und was der Hintergrund ist. Aber es gibt durchaus andere, die sich trauen, sag ich mal jetzt so provokativ, zu behaupten und zu sagen, wie bitte, Sie möchten im Geburtshaus, das ist aber gefährlich, das ist aber verantwortungslos, das gibt es selbst heute noch, obwohl es nachgewiesen ist, dass, also man muss ja auch mal dazu sehen, Geburtshäuser betreuen und begleiten Frauen ganzheitlich und begleiten natürlich nur Schwangerschaften, die risikolos sind. Also wir haben keine Mehrlingsgeburten, wir haben also oder auch Frauen, die gesundheitliche Probleme haben. Also sowas dürfen Geburtshäuser gar nicht, sondern wir haben also risikolose, gesunde Frauen und risikolose Schwangerschaften, die wir betreuen. Und also die Zahlen sind sehr, sehr gut. Also es wird ja auch Qualitätserhebungen jährliche, die Quack-Untersuchungen, die sind bekannt. Also eigentlich muss man sagen, eigentlich in Fachkreisen müsste dieses Wissen ganz sicher fest in den Köpfen verankert sein. Und da Sie muss sagen, ich sagen, müsste, ja, das ärgert mich wirklich sehr, wenn es doch, das kommt immer wieder vor, auch in Zeitungsartikeln, dass Mediziner gefragt werden und dann in Einzelfällen sowas von sich geben. Und ich muss sagen, das prägt doch natürlich die Gedanken in der Öffentlichkeit. Und mit nichts kann ich Menschen so schnell beeinflussen, als wenn ich ihnen Angst mache. Und das finde ich wirklich ein bisschen verantwortungslos, wenn wir denken, wir wollen ja in die Richtung, die normale Geburt wieder zu befördern, weil wir genau wissen, das ist ein Garant dafür, dass es wieder sicherer wird, dass es auch wieder handhabbarer wird, was wir da tun. Insofern ist der Vorstoß, das Ganze als Kulturerbe einzuführen, nämlich die natürliche Geburt,
schon sinnvoll. Ich will ganz kurz das vielleicht ergänzen darf, um vielleicht auch die Mediziner ein bisschen zu erklären, die so reagieren. Also es ist ja, die Tatsache ist natürlich, dass in der Klinik dann die Probleme auf ankommen, die problematisch gelaufen sind. Ich bin sehr froh, dass Sie die Qualitätssicherung genannt haben. Ich finde es gut, wenn wir nicht mehr berufsständisch diskutieren würden über Qualität, sondern ähnlich wie im Kreissaal, das als Chance nutzen, dass man aus den verschiedenen Sichtweisen letztendlich unterschiedlich auf eine Situation schaut. Also die Hebammen ja in klassischer Weise und glücklicherweise in einer salutogenetischen, also das ist das Positive, die Kraftstärkende, und wir Ärzte eben durch unsere Tradierung eher in der Pathologie denkend. Und aus diesem gemeinsamen Weg, wenn das im Team gut funktioniert und Teams entstehen, also nicht Hierarchien das Thema, sondern Teams entstehen, kann meines Erachtens was Gutes bei entstehen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn Sie junge Ärzte fragen, die so ein paar Jahre dabei sind, einzelne Fälle erlebt haben, die dann aus Geburtshäusern in die Kliniken verlegt werden, dass es dann hin und wieder mal Situationen gibt, wo man sagt, warum ist man so weit gegangen? Dann kommt so ein Vorbehalt wieder und der wird dann manchmal in der Öffentlichkeit breitgetreten. Es gibt ja durchaus eine Erhebung auch der deutschen Gesellschaft, die sich genau um solche Akutnotfälle kümmert, um natürlich zu belegen, dass die Klinikgeburt so wichtig ist. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Aber das Entscheidende ist, meine ich, dass man miteinander auf die Qualität gemeinsam schaut. Und Geburtshelfer wie Sie, die entsprechende Qualitätssicherung, müssen ja mittlerweile alle machen, aber sich letztendlich in der internen Diskussion auch dran hält und nicht nach dem Motto, ach, das ist halt jetzt schiefgelaufen, was soll's. Die tragen natürlich dazu bei, dass dieser Ruf gestärkt wird. Also schlussendlich, ja, ich würde auch gerne was dazu sagen. Die Situation und Kaiserschnitt, ich denke, auf diesen Zusammenhang sollten wir auch noch kommen. Aber bitte. Ja, aber ganz kurz einfach, dass man sich das im Kopf einmal klar zieht. Eine gesunde Frau, die ein gesundes Kind erwartet, erwartet eine ganz normale, natürliche Geburt, die sich in ihren ganz normalen biografischen Verlauf einbetten soll. Eine kranke Frau oder eine Frau, die ein krankes Kind erwartet, die erwartet natürlich in gewisser Weise Komplikationen und die braucht selbstverständlich eine ganz andere Art der Geburtsbetreuung. Und so ist auch der Unterschied gemacht. Eine Hausgeburt oder eine Geburt im Geburtshaus ist eine normal gesunde Frau, die ein normal gesundes Kind erwartet. Und natürlich kann jede Geburt zu einem Notfall werden. Diese Notfälle sind aber unglaublich selten. Und diese seltenen Notfälle bei einer Betreuung im Geburtshaus, sie wären gleich Notfall auch in der klinischen Situation. Natürlich ist dort möglicherweise schneller ein Kaiserschnitt gemacht, als eine Frau vom Geburtshaus in die Klinik verlegt ist. Das ist immer eine Frage des Weges dazwischen oder wie lange hat die Hebamme des Geburtshauses gewartet oder die Frau gewartet oder wie ist die Transportschnittstelle verlaufen in die Klinik. Gilt aber auch für die Klinik. Wie funktioniert dort innerhäuslich das Management in diesen ganz, ganz seltenen Notfallsituationen. Und natürlich bekommt ein klinischer Arzt oder eine klinische Hebamme aus dem Geburtshaus nicht die schöne, normale Geburt zu sehen, denn die wird dort sein und die wird dort nach Hause gehen. Aber die seltenen Notfälle oder jene, die verlegt werden, die sind natürlich dort als einzige Geburten aus Geburtshäusern oder von zu Hause sichtbar. Das heißt, es ist die Frage des Blickwinkels. Und der GKV-Spitzenverband, also die Krankenkassen, haben jene Zahlen verglichen, also die Ausgangszahlen der Kliniken, wie kommen dort die Kinder zur Welt, haben die Nachwirkungen, müssen die in die Klinik gebracht werden, gibt es Probleme mit Blutung nach der Geburt, und die gleichen Zahlen verglichen mit den Geburtshäusern in Deutschland. Und die Geburtshäuser stehen in Deutschland sehr gut da. Die haben die gleichen Problematiken mit den Kindern, da sind sie identisch. Das Outcome der Mütter. Und daran wird sehr wenig gedacht in Deutschland. Es sind ja die Frauen, die Kinder gebären. Das Outcome der Mütter im Geburtshaus oder in der Hausgeburt ist einfach besser. Vielleicht noch ein paar Eindrücke Ihrerseits zur Haftpflichtsituation der Hebammen und zu der steigenden Kaiserschnittrate. Wie hängt das miteinander zusammen oder könnte das miteinander zusammenhängen? Das könnte man meinen. Ich glaube aber, dass das bei Hebammen nicht das primäre Problem ist, denn Hebammen sind nicht jene, die die Indikation für einen Kaiserschnitt stellen.
Das ist tatsächlich auf ärztlicher Seite die Problematik, denn natürlich führt die Hebamme die Frau dem Arzt zu, wenn es die medizinische Situation hier gibt, dass ein Kaiserschnitt sein müsste. Ich möchte Ärzten ungern unterstellen, dass sie aufgrund der Haftpflichtsituation einen Kaiserschnitt machen. Ich denke, das wäre ungerechtfertigt. Ich kann mir vorstellen, dass die Bereitschaft für einen Kaiserschnitt höher ist, wenn man Angst hat, dass eher ein Klagefall folgt, wenn ein Schaden nach einer normalen Geburt ist, als ein Klagefall folgt, wenn ein Schaden nach einem Kaiserschnitt ist. Und es gibt in Deutschland, soweit mir bekannt ist, kein Urteil darüber, dass die Folgen eines nicht gut verlaufenden Kaiserschnittes ausgeurteilt wurden. Es gab wohl 3 Klagen, von denen ich gehört hatte, die aber nie zur Urteilsverkündung kamen. Die kamen immer vorher zu einem Vergleich. Und insofern haben wir aber sehr viele ausgeurteilte Schadensfälle aus normalen Geburten, und die sind natürlich in den Köpfen der Hebammen und der Geburtshelfer gleichermaßen. Ich habe noch eine Frage zu Kaiserschnitt und der Verunsicherung auch von Frauen. Also es gibt ja auch sehr viele, die ausdrücklich wünschen, einen Kaiserschnitt zu bekommen. Und als ich meine Tochter bekam, 1989, oder als das erste Mal schwanger zum Gynäkologen gegangen bin damals, habe ich so einen roten Stempel in meinen Mutterpass gekriegt. Das hieß Spätgebärende und Schwangerschaftsrisiko. Und damals war ich wirklich weit über dem Durchschnitt der Altersgruppe, die Kinder bekam. Heute ist es, glaube ich, am unteren Rand dessen, was Durchschnitt ist. Das heißt, wir haben ja auch eine veränderte Situation. Wir haben sehr viel ältere Frauen, die auch oft am Ende der 30er ihre Kinder bekommen und auch unter einem ganz anderen Druck stehen, was vielleicht noch die Chancen tatsächlich auch angeht. Hat das was damit zu tun, mit der Verunsicherung, was die Geburt angeht? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich einfach mal. Pohl. Genau. Mit der Verunsicherung vielleicht schon. Ich glaube, dass Frauen insgesamt heutzutage verunsicherter sind als noch vor 20, 30, 40 Jahren, was die Geburt angeht. Das hat aber nicht unbedingt was mit dem steigenden Alter zu tun. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Frage, weil nämlich genau diese Frage wurde unter anderem in der großen Kaiserschnittstudie von Frau Kohlepp auch untersucht. Und das steht nämlich nicht in einem Zusammenhang. Also das steigende Alter der Mütter steht nicht im Zusammenhang mit der steigenden Kaiserschnittrate. Warum spielt es überhaupt eine Rolle, wie wir auf die Welt kommen oder wie wir gebären, Frau Brun? Aus Sicht der Mutter, aus Sicht der Kinder, aus Sicht des Kindes, wahrscheinlich muss man da verschiedene Perspektiven einnehmen. Aber welche Faktoren spielen da rein? Ja, da muss man eine ganze Reihe von Perspektiven berücksichtigen. Also so gesehen, also ist ja erstmal der Eintritt, die Geburt ist der Eintritt ins Leben. Es ist einmal für das Kind, für das Neugeborene natürlich überhaupt der Beginn des Lebens überhaupt. Es ist für die Mutter ein elementarer Einschnitt, eine riesengroße Veränderung, Identitätsentwicklung. Es ist der Beginn einer Familiengründung oder einer Familienweiterentwicklung. Es hat zu tun mit Beziehungsaufbau von Anfang an. Es hat, und die Art und Weise, wie wir ins Leben treten, und wie wir, mit welchen Ressourcen. Ich kann das jetzt einfach so sagen, weil ich von Haus aus Psychologin bin. Deswegen habe ich da ein bisschen Bezug auch zu dem, was da an Sensibilität, an Sinnhaftigkeit, an Bedeutsamkeit dahinter ist. Wie wir in dieses Leben treten, mit welchem Geist, in welchem Kontext, mit welchen Ressourcen wir ausgestattet sind, das ist immens bedeutsam. Also, und da kann man jetzt diese Worte nehmen, Gesundheitsprävention, das ist ein ganz wichtiges Wort, das ist auch wichtig. Aber es ist soziologisch, gesellschaftlich sehr wichtig, Beziehungsaufbau, Familiengründung. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, es entsteht eine Familie, Sie haben es ja auch vorhin gesagt, es entsteht eine Familie. Das ist viel mehr, als es kommt ein Kind auf die Welt. Und alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Und wir wissen alleine nur, wenn man Prävention anguckt, weiß man, okay, was ich am Anfang richtig mache, läuft weiterhin ganz gut und ist auch nachher lange nicht so teuer, wenn was schief geht. Und es geht auch nicht so viel schief. Also um das mal ganz, ganz plakativ zu sagen, es ist, sehr viele Aspekte spielen da eine Rolle. Frau Richter. Na, ein Aspekt, ich meine, es ist etwas, was zu uns Frauen gehört und allein das kennenzulernen, was es heißt, ein Kind zu gebären. Also ich glaube, es gibt nichts anderes in meinem Leben, worauf ich so stolz bin.
Und was, also es ist einfach, es sind zwei Ereignisse, die so unterschiedlich waren, obwohl der Zeitrahmen ähnlich war, aber das möchte ich nicht missen. Ich finde das ganz großartig, das kennengelernt zu haben und auch zu wissen, wie man mit Angst, mit Schmerz umgeht und wie man darauf auch neugierig sein kann, wie man sich auf eine Geburt freuen kann, wie man sagen kann, hey, wir beide, wir machen das, du gibst mir das Zeichen, wenn es losgeht. Und was das mit einem macht. Hm. Und wenn man dann auch das Gefühl hat, so ein Kind kommt so entspannt und glücklich auf die Welt, denke ich auch, es ist ein toller Start. Und ich merke zum Beispiel, also meine Mutter hatte zwei ganz unschöne Entbindungen. Und was das mit ihr macht, wenn sie darüber redet, dass es also immer noch so ist, dass es ihr wehtut, dass das Kind ihr weggenommen wurde, sie das hinter einer Scheibe anschauen durfte und versucht hat abzupumpen und nicht stillen konnte. Und all das fehlt ihr. Und also die ist natürlich fast in Ohnmacht gefallen, als ich sie 5 Stunden später angerufen habe und gesagt, bin zu Hause, kannst rumkommen. Also, aber ich meine, ja, wenn alles gut geht, ist das einfach ein ganz, ganz, ganz großartiges Erlebnis. Und das zeigt ja nochmal, was für Errungenschaften wir hier in Deutschland ja. In und es ist ein Jammer, wenn man Geburt da zurückgeht und das verliert. Erworben also. Haben. Mhm. Ja, ja. Herr Aboudakin, gleiche Frage nochmal, welche Rolle spielt es und warum ist es nicht egal, wie wir auf die Welt kommen aus medizinischer Sicht? Es ist ja schon sehr schön dargestellt, weil ich denke, besser als jetzt aus der Sicht der Mutter kann man es, glaube ich, nicht darstellen. Vielleicht kann man ergänzen, dass es mir als Vater ähnlich ging, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viele Geburten als Arzt erlebt hatte, war ich in der Situation einer vollkommen anderen Welt plötzlich. Also da, das ist sehr spannend auch für mich gewesen, auch schwierig am Anfang wegzugehen vom Arzt hin zum Vater werden. Wenn man es ein bisschen unemotionaler, wieder draufschauender sagt, wissen wir, dass die Anfangsbedingungen für das Kind und für die Mutter, in Klammern den Vater, eine entscheidende Rolle spielen, was die Bindung angeht, tatsächlich auch messbar entscheidend, dass Kinder, die sofort die Chance haben, in den Hautkontakt zu gehen, also das, was ihre Mutter da bejammert hat, zu Recht, wenn das gewahrt wird, dass man damit viele Sachen korrigieren kann, viel Sicherheit geben kann. Wir wissen immer mehr darüber, was die präpartale, also die vor der Geburt Situation bei Kindern ausmacht, nicht nur Ernährung, sondern auch psychisch. Das ist mittlerweile immer klarer. Und es galt ja lange Zeit als esoterisches Spinnertum, dass irgendwelche Leute meinen, sie hätten ihre Geburtserlebnisse nicht verdaut. Wie weit man das erinnern kann, darüber kann man streiten, weil wir heute davon ausgehen, dass Erinnerung eher mit Sprache was zu tun hat, also vorsprachliche Ära schwierig zu erinnern ist. Aber ich bin sehr sicher, dass wir da in den nächsten Jahren auch Informationen kriegen werden, dass aus Seiten des Kindes auch der Geburtsakt, also dieses Gebären, aktiv die Geburt zu gestalten aus Sicht des Kindes, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss hat auf Anfangsstörungen, die da sind, Immunitätsprobleme und so weiter. Also da gibt es einige Dinge, die ganz spannend in der neueren Wissenschaft jetzt ein Thema wird, sodass wir alle zunehmend uns um die Fragestellung einer bindungsorientierten Geburtshilfe kümmern. Leider auch in der weiteren Verniedlichung des Kaiserschnittes, der ja in der Hinwendung zur Normalität Schritte erfahren hat in den letzten Jahren, die ich immer sehr befürwortet habe. Also zum Beispiel, dass die Väter bei der Geburt dabei sind, dass die PDA eingeführt wurde, dass Frauen nicht schlafen während des Kaiserschnittes und jetzt eben hin zur Hautkontakt, den wir in bindungs- oder babyfreundlichen Krankenhäusern schon sehr lange durchführen, mittlerweile auch eben in anderen Kliniken. Das befürworte ich von dem Bindungsaspekt. Was ich problematisch finde, ist, dass manchmal das dazu beiträgt, dass man sagt, eigentlich ist es gar kein Unterschied mehr, ob ich mein Kind vaginal bekomme oder eine Frau, die das Kind vaginal bekommt oder der Kaiserschnitt durchgeführt wird. Ich glaube, dass das immer noch ein großer Unterschied ist, weil der aktive Geburtsakt, den Stress, den auch das Kind durchmacht, also was Sie mit Angst überwinden als Mutter beschrieben haben, es spielt bei den Kindern sicherlich auch eine Rolle. Und dass die dadurch entstehenden, durch Hormone gelenkten Einflüsse für das Kind immens sind. Also dieses einfach rausziehen, ohne dass irgendwas vorher war, das sehen wir ja auch an den Daten, ist für die Kinder einfach nicht gut. Und ich denke, die Psychoaspekte dazu, die werden noch kommen und da werden wir bestimmt Daten bekommen. Mhm. Wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, weil Sie sagten, es gibt noch keine Verfahren gegen Ärzte, weil sie einen Kaiserschnitt gemacht haben. Wir erwarten sehr, dass das kommt. Die ersten Gutachten habe ich da schon auch bekommen, dass nämlich Frauen zu Recht klagen,
wenn sie bei der zweiten Schwangerschaft eine schwere Komplikation auf einen Grund eines durchgeführten Kaiserschnitts haben, die nicht indiziert waren oder die fraglich indiziert sind. Also nehmen Sie zum Beispiel die Beckenendlage, die ja leider durch eine ganz unsinnige Studie in den Dunstkreis, dass man muss Kaiserschnitt machen, verdammt wurde, mittlerweile wieder rausgeholt wird. Wenn eine Frau dann in Folge, und da gibt es Beispiele, eine Mutterkuchen-Einwachsung in diese alte Narbe bekommen hat und dabei bei der nächsten Geburt fast verblutet, Harnleiter kaputt gemacht bekommt und diese Riesenoperation mit all den Folgen, dann wäre sehr zu überlegen, ob man nicht nochmal überlegt, ob nicht diese erste Situation, nämlich der Kaiserschnitt, die fragliche Indikation, nicht eine Klagegrundlage sein könnte. Ich bin sicher, das kommt. Und dann wird endlich auch über diese Situation anders diskutiert werden, als es heute der Fall ist. Ja, ich denke, es sind einfach die zwei Aspekte. Ne? Das eine ist der psychische Aspekt, der Bindungsaspekt von Mutter und von Kind. Das andere sind aber auch die medizinischen Faktoren, die wir wissen. Wir wissen, dass Frauen nach Kaiserschnitt ein erhöhtes Risiko haben für eine Totgeburt, dass es schwieriger ist das oder die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie wieder schwanger werden kann. Wir wissen, dass das Risiko für Verwachsungen im Unterleib hoch ist. Also, dass der Blutverlust deutlich höher ist, also die Infektionsgefahr höher. Also es gibt eine ganze Menge medizinischer Risiken, die aufgrund des Kaiserschnittes kommen, die immer gegen abgewogen werden müssen, gegen das Risiko, weshalb dieser Kaiserschnitt gemacht werden soll. Und diese Abwägung, die muss sorgfältig geschehen. Deshalb ist es aber auch nie möglich, dass wir eine Kaiserschnittrate von 0% haben können. Ja, nicht, wenn wir diese Risiken, die ja vorliegen, die den Kaiserschnitt nötig machen, wenn wir diese Risiken natürlich mit Hilfe eines Kaiserschnittes auch therapieren oder abwenden möchten. Das Ganze heißt ja auch nicht, dass man den Kaiserschnitt vollkommen abschaffen möchte. Es ist ja gut, dass es den gibt. Ja. Im Zweifelsfall. Das Recht der Frauen zu entscheiden, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringen, das ist ja im deutschen Sozialgesetzbuch verankert. Im Bundesdurchschnitt entscheiden sich nur etwa 2% interessanterweise der Frauen für eine außerklinische Geburt. Frau Schulz-Asche, ist dies eine vernachlässigbare Zahl? Also kann man darüber hinweggehen oder wie ernst muss man die tatsächlich nehmen aus Ihrer Sicht heraus? Also Geburt ist ja keine Krankheit, die plötzlich auftritt, sondern ein Prozess von 9 Monaten Vorbereitungszeit. Und ich glaube, dass diese Zeit sehr dafür genutzt werden kann, sich tatsächlich mit der Frage, wie möchte ich als Frau entbinden, beschäftigen kann. Ich finde, diese Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Formen der Entbindung ist eine ganz wesentliche. Aber diese Wahlfreiheit kann sich natürlich auch nur dann realisieren, wenn die Frauen auch kompetent beraten werden, also auch verschiedene Möglichkeiten prüfen können, für sich selber entscheiden können, wie soll das Umfeld sein, wenn ich geboren werde, wie ist meine spezielle Situation als Frau. Da sind ja Hebammen auch schon unterwegs in diesem Beratungsprozess. Und dann ist das die Entscheidung jeder einzelnen Frau, unter Umständen auch des Partners oder des familiären Umfelds, wie man entbinden möchte. Aber es muss eine Wahlfreiheit geben und diese Wahlfreiheit muss auf kompetenter Beratung aufbauen. Und deswegen brauchen wir nicht nur Angebote im Geburtshäusern oder in Hausgeburten und Belegkliniken oder klinischen Bereich, sondern wir brauchen eben auch diese beratende Leistung, sowohl bei der Vorbereitung der Geburt, als auch, wie wir vorhin ja schon gehört haben, im Wochenbett in der Nachbereitung. Welche Informationen, auch da müssen Frauen ständig kompetente Entscheidungen fällen können. Was braucht mein Kind, was brauche ich? Und für diese Beratungsleistung, das ist ja eben die Stärke, ist ja auch schon angesprochen worden, diese ganzheitliche Sicht der Hebammen, sowohl auf die werdende Mutter als auch die Mutter, als eben auch auf das Kind. Mhm. Und deswegen ist diese Wahlfreiheit für mich ein sehr, sehr hohes Gut. Und da geht es ja auch im Moment darum, wie kann man denn eigentlich diese verschiedenen Angebote auch sicherstellen. Natürlich ist es für jemanden, der im Jahr wenige Hausgeburten macht, eine Frage, in welche Netzwerke ist man sonst eingebunden. Also ist ganz allein unterwegs zu sein, ist vielleicht nicht so empfohlen. Aber dann eben auch eine Beratung zu haben als Mutter, als werdende Mutter. Was sind gute Angebote? Was ist in meiner Nähe vorhanden? Was gibt es für Qualitätskriterien? Und vor allem, was ist, was Sie auch angesprochen haben, was ist um die Geburt herum für mich das Angepassteste? Und dann kann es sein, dass eben eine Hebamme
30 Kilometer fährt und nicht die Frau. Es kann ja eine angepasste Lösung sein oder dass ein Team nach Sylt fliegt und nicht die Frauen in die Klinik rüber. Alles möglich, alles denkbar. Wie gesagt, und dafür brauchen wir ein gutes Netz von Netzwerk, was die Frage beantwortet, welche gute Geburtshilfe wollen wir in einer Region allen Frauen anbieten. Und da gehört alles dazu. Ob es jetzt viel in Anspruch genommen wird oder wenig, das regelt sich, glaube ich, auch mit Angebot und Nachfrage ein bisschen. Aber im Wesentlichen ist es, dass qualitativ gute Angebote sind, dass die Frauen darüber informiert sind und wirklich eine Wahlfreiheit haben. Frau Schulz-Asche, Sie sagten gerade, die Wahlfreiheit ist ein hohes Gut. Ich finde, 2%, das hat mich dann doch erstaunt, dass es so wenige sind, Frau Bruhn. Warum sollte es denn den anderen 98% nicht egal sein, dass man diese Wahlfreiheit hat? Ja, also ich finde, ich kann dem unbedingt zustimmen, was Sie eben ausgeführt haben. Und ich finde, an der Stelle der Wahlfreiheit haben wir einfach noch eine zusätzliche Aufgabe. Und da würde ich gerne anknüpfen nochmal an den Aspekt, den Sie vorhin genannt haben, Herr Aboudaken. Ich finde, wir müssen gemeinsam das Thema Qualität nochmal anfassen und anpacken und aber dann auch wirklich ehrlich miteinander diskutieren und ehrlich miteinander sein, was bedeutet das denn für uns, was meinen wir denn eigentlich genau damit, weil ehrlich gesagt, als ich eingestiegen bin in die ganze Thematik, habe ich zuerst gedacht, gut, wir haben ein Problem an der Stelle des mangelnden Wissens. Es wissen zu wenig Menschen, was ist eine normale Geburt, warum ist das so wichtig und so weiter. Inzwischen denke ich, wir sind noch an einer anderen Stelle, das Problem liegt tiefer. Wir sind an der Ebene der Bewusstheit. Es ist nicht genügend bewusst, was sollte denn mit Geburt verbunden sein? Welche Sinnfragen? Also das, was Sie so einleuchtend geschildert haben, was mir bei meinen Geburten auch so gegangen ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ich werde 51, ich bin mir gar nicht sicher, jetzt 20 Jahre jüngere Frauen, ob sich das noch genauso anfühlt, ob diese Sinnhaftigkeit von Geburt, von Familie, ob das noch genauso ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich stelle das manchmal in Zweifel und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, wo man ehrlich miteinander noch mal gucken muss, wo sind wir eigentlich hier, welchen Weg gehen wir? Das heißt, noch gerade ganz andere gesellschaftliche Fragen stellen. Ganz andere über gesellschaftliche Werte, genau. Über Ethik, genau. Über Familienbilder, über Rollenbilder ganz und genau. Im Prinzip alles. Ganz genau. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Aspekt gerade angesprochen. Die amerikanische Hebamme und Trägerin des alternativen Nobelpreises, Ina May Gaskin, hat mal gesagt, dass die außerklinische Geburtshilfe auch die Geburtshilfe innerhalb der Kliniken beeinflusst hat. Genau. Herr Aboudaken, Sie nicken schon. Stimmt das? Können Sie das bestätigen und warum ist das so? Also ganz bestimmt kann ich das bestätigen, auch an meiner eigenen Biografie. Ich bin jetzt 27 Jahre dabei. Als ich angefangen habe, war natürlich Kreißsaal so eine Art Intensivbereich. Gekachelt, keine Fenster und man wurde irgendwie gedrillt, was man alles zu tun hätte. Und gerade in Berlin, ich habe ja nur das Glück gehabt, dass ich die ganze Zeit in Berlin unterwegs war, war immer der Druck der Hebammen auch innerhalb der Klinik schon relativ eindeutig. Also wir haben häufig diskutiert, wir haben häufig von den Hebammen zu Recht, heute würde ich sagen zu Recht, vorgehalten bekommen, dass wir da Sachen machen, die nicht gut sind, dass wir damit pathologisieren. Und ich denke, dass das insgesamt dazu beigetragen hat, dass Kreißsäle in der Struktur, in der Denkweise heute häufig schon anders funktionieren. Immer noch nicht in ihrem Sinne, also der Beleghebe der Geburtshäuser und schon gar nicht im Sinne der Hausgeburtshilfe. Aber wir haben ja viele, viele Sachen adaptiert, davon gelernt und sind immer mehr auf dem Weg zu gucken, wo können wir uns so rausziehen, dass Frauen ihre Autonomie wieder erfahren. Ich bin sicher, das ist natürlich schwierig als Klinikarzt sowas zu sagen, dass wir in letzter Konsequenz immer den Nachteil haben werden, dass es eine Klinik bleibt. Und damit natürlich mit Eintritt in die Klinik durchaus von vornherein auch eine gewisse Pathologisierung stattfindet. Aber die Tendenzen, dass man versucht, Hebammenbereiche im Kreißsaal alleine schon dadurch einen anderen Weg zu bekommen, dass die Hebammen geleitet werden, das sind alles Tendenzen, die in diese Richtung gehen, unter dem Schutz der Klinik, jetzt versuche ich es mal positiv als Arzt rüberzubringen, das ist eine schwierige Position hier, zuzugreifen zu können, wenn es notwendig ist, aber trotzdem den Weg so zu öffnen, dass Frauen diese Autonomie wieder erfahren. Und ich glaube auch, da kann ich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen auch den Gegenpol bieten, dass das nicht nur ein Thema der Ärzte ist, sondern durchaus auch ein Teil der Hebammen, die in Kliniken arbeiten, Strukturen haben, die was mit Geburt erledigen zu tun hat und Dinge eben tradiert gemacht werden, die in den letzten 20, 30 Jahren Thema waren.
ich erinnere mich da sehr gern an meine Tante, die mit 98 Jahren gestorben ist vor ein paar Jahren, die Hebamme war ursprünglich, dann später in die Sozialarbeit gegangen ist und die mich jedes Jahr, wie das bei älteren Menschen manchmal so ist, erneut fragte, wie viele Geburten habt ihr denn? Und jedes Mal erschrocken war, wirklich erschrocken war, warum denn so viele Frauen im Krankenhaus gebären, weil das früher nur etwas war für Frauen, die soziale Probleme hatten oder krank sind. Also sie hat dieses Bild nie geändert. Und das fand ich immer wieder, jedes Mal wieder erneut spannend und nett, diesen Gedanken. Also sie hat ja nicht Unrecht. Und also dieses Thema hinzukriegen, erlauben Sie mir als Arzt zu sagen, dass die Geburten in der Klinik bleiben, aber trotzdem eine Menschlichkeit Einzug nimmt, die eben wieder das Freie möglich macht, das wäre mein Traum. Und ich hoffe, dass man das irgendwie annähernd hinbekommt. Jetzt komme ich aber wieder auf meine Anfangsbemerkung zurück. Das geht eben nur, wenn letztendlich die Politik uns andere Ressourcen zur Verfügung stellt. Also nur Gutes zu machen, weil alle so engagiert sind, ohne dass wir die Personalstrukturen dazu kriegen, das funktioniert einfach nicht. Und da müssen wir gemeinsam, denke ich, an diesem Punkt kämpfen. Sonst ist das sicherlich so, dass Frauen zwar ihre Kinder irgendwie in Deutschland ja immer noch auf einem sehr hohen Niveau, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, sicher bekommen können, sicherlich auch schon selbstbestimmter bekommen können, aber das Geburtserlebnis eben nicht dazu beiträgt, dass man unbedingt weitere Kinder möchte. Und das will ja unsere Gesellschaft. Also, ich bin ganz dankbar, dass Sie auf die realpolitischen Verhältnisse nochmal zu sprechen kommen. Auf die sollten wir auch nochmal an dieser Stelle kommen. Im Klinikalltag sieht es ja oft so aus, dass sich Hebammen um viele Frauen kümmern müssen. Auch wenn man mittlerweile weiß, dass eine 1:1 Betreuung unter der Geburt viele Interventionen vermeiden könnte. Und oft werden dann suboptimale Bedingungen in der Geburtshilfe zwar beklagt, aber Einsparungen trotzdem als nötig erachtet. Deswegen Frage nochmal an alle, wäre es möglich, dass solche Sparmaßnahmen auf lange Sicht sogar das Gegenteil bewirken und doch zu höheren Kosten führen würden? Sie nicken, Frau Pohl? Ja, ist es so? Das ist so, das sehe ich in jedem Fall und ich kann auch den beiden nochmal zustimmen, dass zum einen ich glaube, dass bei den Frauen tatsächlich das Bewusstsein fehlt, was ist eigentlich eine selbstbestimmte Geburt, was habe ich eigentlich für Rechte und darf ich überhaupt sagen, was ich brauche, wonach mir gerade ist oder muss ich genau das machen, was mir da gesagt wird. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Viele Frauen, die bei uns sitzen, die sagen, ich dachte, das ist normal. Das kriegt jede Frau, kriegt eine PDA, jede Frau sitzt dauerhaft am CTG und ich dachte, ich muss auf dem Rücken liegen und ich dachte, es ist normal, dass sich die Hebamme auf meinen Bauch schmeißt. Das ist denen wirklich nicht klar, das glaubt man nicht, aber das ist ganz wenigen Frauen bewusst. Und das ist ja auch das, was dann dieses Trauma auslöst. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, da sind in vielerlei Hinsicht Kosten, also zum einen mal Folgekosten, was tatsächlich medizinische Behandlungen angeht. Also zum Beispiel, was Sie vorhin angesprochen haben bei Kaiserschnitten, was denn dann auch noch passieren kann. Also wir haben Frauen, da ist tatsächlich dann nicht nur die Gebärmutter aufgeschnitten, sondern eventuell auch die Blase versehentlich noch mit aufgeschnitten. Da sind jahrelang, kommt dann noch was hinterher, genau. Und ich glaube, bei den Kindern müssen wir ganz auch eindeutig gucken, dass da eventuell sich noch weitere Kosten nach sich ziehen. Und auch für die psychosoziale Beratung, die es eben eigentlich nicht gibt. Es ist nicht vorgesehen, dass Frauen nach der Geburt, wenn sie denn Bedarf haben, noch drüber sprechen können. Diese Frauen, die Bedarf haben, nicht wissen, wo sie sich hinwenden können, rennen natürlich als erste Anlaufstelle zu ihrem Arzt. Immer und immer wieder. Da kann natürlich in dieser kurzen Zeit nicht geguckt werden, wo liegt denn das eigentliche Problem. Da wird nicht festgestellt, dass diese Frau eigentlich ein Geburtstrauma hat und dahingehend behandelt werden muss, sondern werden andere Therapien angeführt, bis sie denn dann, wenn sie Glück haben, vielleicht irgendwann mal an eine richtige Stelle geraten. Ne? Also da sind ein großes Spektrum an zusätzlichen Kosten. Und ich glaube, genau, das könnte man gut einsparen, indem man einfach wirklich eine 1:1 Betreuung gewährleistet, weil das ist nämlich das, was die Frauen, die bei uns sitzen, in erster Linie beklagen. Ich war einfach alleine. Und das ist, wenn ich da noch ganz kurz was zu sagen darf, das ist natürlich eine Organisation, das ist auch eine Frage, wie werden Kliniken finanziert? Das ist mit Einführung dieser Fallpauschalen, Budgets, in denen klar ist, die normale Geburt, die eigentlich personell sehr betreuungsintensiv wird, ist unglaublich günstig, während andere Bereiche, ja, der Kaiserschnitt wird deutlich besser bezahlt, der ja
natürlich auch sehr personalintensiv ist, aber in einer sehr kurzen Zeitspanne zu erledigen ist. Und insgesamt ist die Geburtshilfe in diesem ganzen Gesundheitsbereich unglaublich unterfinanziert. Das heißt, alles, was mit Personal zu tun hat, weiß jeder, ist extrem teuer und dort kann man am meisten Geld einsparen. Das hat nichts mit den Hebammen in den Kliniken zu tun, das hat nichts mit den Ärzten zu tun, das hat auch nichts mit den Pflegekräften zu tun, sondern das ist eine Frage, ja, der Allgemeinfinanzierung und der Geschäftsleitung. Wie viel Geburtshilfe wollen wir uns eigentlich leisten? Ja, und hält sie eine geburtshilfliche Abteilung, die defizitär läuft, oder hält sie diese Abteilung nicht und dann wird die geschlossen und dann ist die wohnortnahe Versorgung einfach nicht mehr gegeben. Und Geburtshilfe ist etwas, was wie die hausärztliche Versorgung wohnortnah gehört. Das ist Betreuung des gesunden Aspektes, wie die, also Geburtshilfe, Hausarzt und Pflege, das gehört in die Basisgrundversorgung, das ist nicht spezialärztliche Versorgung, das kann Wege haben, aber das braucht wirklich ganz wohnortnah die Versorgung. Herr Budaken, nochmal dazu. Das ist im Grunde genommen alles gesagt, aber vielleicht um es nochmal zu verstärken, um es nicht immer zwischen der normalen Geburt, der vaginalen Geburt und dem Kaiserschnitt zu fokussieren. Also wenn Sie einen Mix von einer Klinik sich anschauen, haben Sie den höchsten Profit, indem Sie letztendlich doch relativ viele normale Geburten machen, weil der Rest ja personalintensiver, kostenintensiver letztlich ist. Also dieser Mix, der funktioniert nach wie vor zum Glück als das Anreizsystem. Kaiserschnitt ist meines Erachtens nicht das Hauptthema, weil das sich, wenn man ernsthaft hinschaut, nicht rechnet. Auch wenn ein bisschen mehr Geld reinkommt, geht das letztendlich raus über entsprechende Vollkosten und so weiter. Wir haben halt in der Medizin leider in allen Bereichen, auch für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, das Problem, dass die sprechende, zugewandte Medizin schlecht bezahlt wird. Und das spiegelt sich wunderbar bei der vaginalen Geburt wieder, bei der Betreuungssituation, wo es mehr um Menschlichkeit als um Technik geht. Das wird einfach falsch gesehen von denen, die die Gelder verteilen letztlich. Um es auf den Punkt zu bringen, ob jetzt Kaiserschnitt oder nicht Kaiserschnitt oder normale Geburt, wenn Sie einen Eileiterschwangerschaft operieren, also eine Frau kommt in die Klinik, hat Schmerzen, wird operiert, ganz kurzer Aufenthalt, hoher technischer Aufwand, haben Sie mehr Geld verdient, als wenn Sie eben eine normale Geburt betreuen, deutlich mehr. Oder wenn ich einen Blinddarm entferne, ist es das Gleiche und das ist einfach schräg. Also die Kosten, die vom Personal dahinter stehen, werden nicht wiedergespiegelt. Und ich fand das in Frankreich ganz anrührend, da ist es ist ja nirgends in der Welt das DRG-System so eingeführt worden wie in Deutschland. Die Australier sind schon lange weg, wir haben ja das australische System, die machen es schon lange nicht mehr so in diesen Bereichen, auch gerade der Geburtshilfe. In Frankreich fand ich schon zumindest als Ansatz ganz nett, dass dort als Wert 1, das ist ja so eine geldartige Nummer, um die es geht, als Wert 1 die normale Geburt eingeführt wurde. Das fand ich nett, also dass man wenigstens sagt, das gesamte Krankenhaussystem orientiert sich an den Kosten der Geburt. Das wurde auf 1 gesetzt und der ganze Rest wurde daran austariert. In Deutschland, ich finde, das spricht Bände, ist eine normale Geburt mit dem Wert 0,5 bewertet, wenn es hochkommt. 0,4, 9, 0,5, also in dem Dreh. Das muss endlich anders werden. Also da muss Geld in das System, es muss mal halt wegen umgeschiftet werden, aus der Onkologie ein Teil rausgenommen werden, da wird ja sehr viel Geld benutzt, oder aus der technischen Medizin und eben diese menschlich zugewandte Medizin eine andere Bewertung erfahren. Auch nochmal herzlichen Dank für diese Ausführung. Der Vergleich scheint jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich möchte ihn dennoch anführen. Atomkraftwerke zahlen keine Haftpflichtversicherung. Ich möchte noch mal ganz gerne den Ausgangspunkt, warum wir heute hier zusammensitzen, nämlich wegen der Haftpflichtversicherung, auch noch mal hier anführen. Also Atomkraftwerke, die zahlen keine, weil kein Versicherer diese astronomischen Prämien überhaupt übernehmen würde. Im Zweifelsfall müsste dann die Gesellschaft einspringen, obwohl Umfragen zufolge 70% der Bevölkerung Atomkraft ablehnen. Hebammen erhalten dagegen große Unterstützung aus der Bevölkerung. Trotzdem findet die Forderung des Hebammenverbandes nach einer Haftungsobergrenze mit einem Haftungsfonds, der darüber hinaus in Kraft tritt, wenig Anklang in der Politik. Frau Schulz-Asche, können Sie uns erklären, warum sich die Politik denn so schwer tut? Wir haben gerade schon von einer gesamtgesellschaftlichen Einstellung gesprochen und sicherlich ist es nicht einfach, dagegen anzukämpfen. Aber warum tut sich denn die Politik tatsächlich so schwer, eine gesellschaftliche Lösung für die Haftpflichtproblematik und für all die Fragen, die sich daran sozusagen aufreihen, zu fällen? Weil es nicht so einfach ist. Also wenn es einfach wäre, glaube ich, also muss man einfach sagen, es ist
nicht ganz einfach. Wir haben ja jetzt, es gibt kurzfristige Möglichkeiten, mittelfristige und langfristige. Und das Einzige, was bisher diskutiert wurde, Sicherstellungsfinanzierung über die Krankenkassen, das ist jetzt die kurzfristige. Und da ist ja auch nur der direkte Geburtsvorgang drin. Da ist ja zum Beispiel die vorherige und Nachbereitung durch die Hebammen ist da schon nicht abgedeckt. Deswegen die Gefahr im Moment, dass Hebammen, die den Prozess um die Geburt herum betreuen, die von diesem Angebot im Moment gar nicht ausreichend abgesichert sind. Wir haben das Mittelfristige und da gehört auch diese Fondslösung rein, eine mittelfristige Lösung, einen Fonds einzurichten, der aus Steuergeldern gespeist wird. Das ist eine Idee. Es gibt auch die Haftungsobergrenze. Es gibt mehrere Varianten, die in der Diskussion sind. Das Hauptproblem mit dem Fonds ist, dass es verfassungsrechtlich schwierig ist zu sagen, für eine bestimmte Berufsgruppe nehmen wir Steuergelder in die Hand, also zum Beispiel für die Hebammen. Oder wir reden deswegen schon immer lieber nur von der Geburtshilfe insgesamt. Aber es ist schwierig zu begründen, warum aus Steuergeldern eine bestimmte Berufsgruppe die Risiken einer bestimmten Berufsgruppe gelöst werden können. Das ist so ein bisschen in der Diskussion. Aber das wäre jetzt sehr allumfassend, wirklich vom Orthopädie-Schuhmacher über Hebammen bis zum Chirurgen, dieser Fonds, wenn ich es richtig sehe. Nein, erstmal ist ja der Vorschlag, der von den Hebammen gemacht wird und der ja auch mittelfristig erstmal eine Lösung wäre, ist eben diesen Fonds für die Geburtshilfe einzurichten. Unseres Erachtens, wie gesagt, da gibt es verfassungsrechtliche Bedenken, aber da sind auch schon verschiedene Konstruktionen, die diese mittelfristige Absicherung machen könnten in der Diskussion. Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so ganz entschieden, was die richtige ist, weil wie gesagt, es gibt mehrere Lösungen, sind alle eher technisch und alle haben Vor- und Nachteile. Die werden offenbar diskutiert unter Politikern. Naja, die werden vor allem von den Hebammen, also ohne die Hebammen würde ja die Politik überhaupt nicht drüber diskutieren, wenn es nicht gelungen wäre, das muss man auch mal sagen, hier in einem Ausmaß, in einer Berufsgruppe die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Deswegen reden wir ja überhaupt alle in diesem, reden wir überhaupt darüber. Wenn die Berufsgruppe gesagt hat, oh Gott, wir müssen jetzt aufhören und hätte nichts gesagt, dann würden wir diese Diskussion hier heute nicht haben. Von daher nochmal herzlichen Glückwunsch an die Hebammen. Ich würde mich freuen, wenn die Krankenschwestern ab und zu auch mal so drauf wären. Nein, das ist sicher. Ja, die Voraussetzung. Aber das Dritte, und deswegen ist das ist auch einer der Vorschläge, den wir machen, ist, dass die steigenden Haftpflichtprämien in allen Berufen ein Problem sind. Und deswegen sagen wir, im Prinzip muss man eine Lösung finden, die in etwa analog zur Unfallversicherung verschiedene eingetretene Schäden über Prämien in eine Unfallversicherung abdecken. Aber das wäre eine langfristige Lösung, weil das wirklich einen Vorlauf braucht und was man nicht von heute auf morgen kann. Deswegen es gibt schon Diskussionen, das Problem zu lösen. Wir müssen nur sehen, dass wir das Problem so lösen, dass am Ende das alles, was wir wollen, bleibt. Ja? Und dass wir und vor allem abgesichert ist. Das Problem schnellstmöglich lösen. Denn ab Juli 2016 hat der Deutsche Hebammenverband kein Angebot mehr eines Versicherers für eine Haftpflicht, für einen Haftpflichtvertrag. Das ist natürlich unglaublich düster, wenn man also mal in die nächsten 2 Jahre schaut. Aber die Diskussion haben wir ja seit... Also ich kann mich mindestens 5-6 Jahren diskutieren, also wenn nicht sogar seit 10, diskutieren wir ja über die schrittweise ansteigenden Haftpflichtprämien. Und jetzt, wo es akut wird und wo das Problem ist, dass die Versicherer sagen, wir machen es nicht mehr, ist ja die brisanteste Arbeit. Das Problem diskutieren wir ja schon seit langem. Und deswegen ist es jetzt tragisch, dass es jetzt auf dieser Ebene angekommen ist und jetzt gesagt wird, wir brauchen kurzfristig, müssen die Kassen das übernehmen, müssen es dann auch wirklich finanzieren. Aber die Frage ist, wie gesagt, wird die gesamte Hebammenleistung eigentlich weiter finanziert oder abgesichert über die Haftpflicht oder nicht? Wenn es so aussieht, wie dass die Vor- und Nachbetreuung nicht abgesichert ist, dann werden Hebammen trotzdem in die Knie gehen, trotz der kurzfristigen Lösung. Und deswegen, aber um so einen Fonds aufzubauen, wie gesagt, braucht man rechtliche Gutachten. Ist es überhaupt die erste Verfassungsklage, die irgendjemand einbringen kann, das ganze Konstrukt einstürzen? Das heißt, das muss man wirklich vorher gut abklären und die Einführung dann in ein neues Versicherungssystem, wie wir das eben analog zur Unfallversicherung planen. Was braucht Vorlauf? Da braucht man braucht Akteure, die bereit sind, da reinzugehen. Da braucht man gesetzliche Absicherung. Das ist nicht, ich sag mal, wenn es einfach wäre, hätte man wahrscheinlich schon eine Lösung gefunden, zumindest jetzt, wo das Problem so akut ist, dass man es nicht mehr wegdiskutieren kann. Die Zeit drängt, es ist quasi 5 vor 12. 10 Jahre lang versäumt worden, darauf zu reagieren.
Also aber vielleicht ist nochmal ganz wichtig, diese Fondsidee kommt ja vom Deutschen Hebammenverband und wird tatsächlich seit länger als 2010 immer wieder diskutiert. Und unsere Vorschläge, wir haben ja verschiedene Fondssystematiken auch vorgeschlagen und auch juristisch ausgearbeitet. Da ist eine Idee davon gewesen, dass man sagt, man könnte es steuerfinanziert machen. Wir haben aber auch der Politik Lösungswege aufgezeigt, wie man einen Fonds macht, in den aber die Hebammen einzahlen, in den die Krankenkassen mit einzahlen, indem sie zum Beispiel auf Regresse verzichten und dieses Geld, das ist gar nicht wenig, das macht 30% der Schadenssummen aus, wenn dieses Geld dem Fonds zur Verfügung gestellt werden würde, dann wäre eine Finanzierung relativ schnell gut gesichert und ein Fonds kann in unserer aktuellen gesellschaftlichen Denkweise, da wir haben ja das Schuldnerprinzip, wer einen Fehler macht, muss dafür gerade stehen. Und ein Personenschaden in Deutschland ist einfach unglaublich teuer. Das ist immer so. Und wo wir gesagt haben, man muss diesen Fonds auch entlasten. Der darf nicht diese unglaublichen Summen übernehmen. Der darf vielleicht auch nicht unbedingt das Schuldprinzip von der Hebamme oder dem Arzt wegnehmen, sondern es muss klar sein, der Geburtshelfer haftet selber für seinen eigenen Fehler in einer Dimension, in der er es versichern kann. Im Moment ist klar, 5 Millionen Deckungssumme und 6 Millionen Deckungssumme kriegen wir gar nicht versichert. Wenn wir aber sagen würden, okay, 3 Millionen, dafür steht die Hebamme gerade. Und die seltenen Fälle, die über diese 3 Millionen hinaus kosten, und das ist wirklich ganz selten, der Verband der Versicherungswirtschaft hat ausgerechnet, dass ein Großschaden im Schnitt 2,5 Millionen kostet. Also wenn man sagen würde, die Grenze ist 3 Millionen, dann ist man wirklich gut dabei, die Hebamme haftet. Man ist auf der sicheren Seite, aber die ganz seltenen Fälle, die übernimmt ein Fonds und der wird steuermitfinanziert, der wird Krankenversicherungsrenten mitfinanziert, da finanzieren sogar vielleicht auch die Hebammen mit ein. Dann ist so ein Fonds denkbar und es gibt in Deutschland auch Fondslösungen. Das Atomkraftbeispiel ist gar nicht so gut. Das wird uns aus diversen politischen Kreisen sofort umgedreht, denn es sind 70% der Bevölkerung natürlich gegen Atomkraft, aber 100% der Bevölkerung benutzen den Strom. Also insofern, das ist schwierig. Aber wir haben Fondslösungen, zum Beispiel im Bereich von Impfschäden. Da übernimmt auch ein Fonds die Kosten. Und also mit anderen Worten, es gibt, so ein Fonds wäre eine Es gibt da Ideen, es gibt Vorlagen, dass er noch nicht geprüft ist, könnte die Hebammen der ganzen Bundesrepublik wirklich in Wallung bringen, denn seit 2010 ist die Politik aufgefordert, das zu prüfen und dass aus dieser Kostenspirale, die wir haben, die wirklich dramatisch ansteigt, irgendwann, früher oder später, entweder das Knockout kommt, weil die Hebammen es nicht mehr bezahlen können, oder das Knockout kommt, weil die Haftpflichtversicherer sagen, egal wie hoch wir mit dem Preis gehen, wir kommen mit unserer Kalkulation nicht hin, wir nehmen euch nicht mehr. Das war auf jeden Fall seit langem bekannt und ist seit langem, langem verschlafen worden. Wir sind allerdings trotzdem ganz froh, dass zwischenzeitlich fast alle dabei sind, jetzt zu überlegen und dass dieses Problem noch nicht vollumfänglich im Bewusstsein ist, dass es eben nicht nur die Geburtshilfe ist, dass es nicht nur 2% Hausgeburten sind, dass es das komplette Spektrum unserer Arbeit ist. Ja, da hoffen wir, dass das ins Bewusstsein kommt und dann kann nichts anderes passieren, als dass die Politik wirklich sehr zügig reagiert, einen Gesetzentwurf macht und durchaus auch mal riskiert, dass sie eine Verfassungsbeschwerde hat, denn die wird es nur geben, wo ein Kläger ist, wird dann auch ein Richter sein. Und alle großen Dinge, die in Deutschland geregelt wurden, gab es immer große verfassungsrechtliche Bedenken. Wenn wir zum Beispiel angucken, die Rundfunkgebühren, da gibt es auch Verfassungsbeschwerden, gab überhaupt kein Problem, das durchzusetzen. Da hatte niemand Furcht, aber bei Hebammen oder bei Geburtshelfern, da sind die Probleme noch mal, da. Danke Ihnen nochmal, dass Sie das in die Relation noch mal gesetzt haben. Wir müssen jetzt nochmal an dieser Stelle... Einen kleinen Widerspruch, weil wir haben im Moment auch eine große Koalition und wenn so eine großen Projekte, dann ist das die Aufgabe der großen Koalition, weil das sind wirklich umfassende Gesetzesvorhaben, die macht man nicht
einfach so. Und da haben Sie recht, die Regierung, es ist nicht ein Problem der Politik insgesamt, aber es ist ein Problem der Regierung, weil die haben Ministerien im Hintergrund, die juristische Abteilungen haben, die solche, deswegen ist es richtig, Vorschläge zu machen. Aber wir als so Kleine können das nicht prüfen, sondern das müssen tatsächlich juristische Abteilungen. Und aber als Opposition müssen Sie immer wieder darauf drängen, auf genau diese Themen. Wir alle Vorschläge prüfen, genau. Frau Jeschke, Sie haben noch mal die Bandbreite kurz skizziert, worum es eigentlich geht, wenn wir über Hebammen sprechen. Dass es wirklich gesamtgesellschaftliche Themen sind, die dieser Berufsstand für uns organisiert und diese Errungenschaft auch aufrecht erhält, dass wir als Frau heute entscheiden können, wie wir gebären wollen und wo wir gebären wollen. Aber wir wollen an dieser Stelle das einfach noch einmal unterstreichen, bevor wir zur letzten Frage kommen, mit einem kleinen Clip. Wie wichtig sind Hebammen? Man kann nicht auf eine Hebamme verzichten. Das ist absolut ein Ding der Unmöglichkeit, weil es ist so eine wertvolle Arbeit, die die Hebammen leisten. Und es geht mit dem Leben fängt alles an, mit der Geburt fängt alles an. Und das ist so wertvoll, so tolle Menschen bei sich zu haben, die einem da beistehen können. Und wenn die fehlen würden, ich möchte gerne noch ein zweites Kind, aber wenn es keine Hebammen mehr gibt, ich kann mir nicht vorstellen, einfach nur mit einem Gynäkologen und dann nochmal wieder einen geplanten Kaiserschnitt dann zu machen, weil ein Kaiserschnitt ist nicht ein kleiner Spaziergang, sondern wirklich mit großem Risiko verbunden, auch mit vielen Schmerzen verbunden. Und ich denke, man ist einfach fitter, wenn man eine normale Geburt hat, so wie es sich gehört. Wenn es nicht anders geht, muss man halt den Kaiserschnitt machen. Aber solange man eine normale Geburt machen kann mit einer Hebamme, was Schöneres, denke ich mal, gibt es nicht, als so sein Kind auf die Welt zu bekommen. Ich könnte mir nicht vorstellen, keine Hebamme zu haben, weil es einfach eine zusätzliche Unterstützung ist auch. Wenn man jetzt nicht unbedingt gleich zum Arzt gehen möchte, dass man einfach erstmal mit der Hebamme spricht und die nötige Grundunterstützung so bekommt, kann einfach mal nach Hause kommen und gucken, was los ist. Ich hatte jetzt vor kurzem erst so einen Fall, wo ich nicht genau wusste, was los ist. Da habe ich sie angerufen und sie war innerhalb von einer halben Stunde da und konnte dann auch sagen, was es war oder was es auch nicht war. Und so dann. Also es ist definitiv gut, eine Hebamme zu haben. Und ich glaube nicht, dass es in Zukunft gut wäre, keine zu haben. Den allen werdenden Muttis wünsche ich auf jeden Fall eine Hebamme, die sie gut und liebevoll betreut, die ihnen die erste Zeit danach erleichtert und natürlich die Zeit davor. Den Muttis hier wünsche ich vor allem, dass die Zeit davor auch von den Hebammen gut erleichtert wird, brauchen wir gerade, weil wir alle in dieser Ungewissheit schweben. Das haben hoffentlich die anderen Muttis im Rest von Deutschland noch nicht so, weil die auch schon nicht diese Insellage haben. Die haben hoffentlich nicht Zeiten vom Tag, Stunden, wo sie wissen, sie sind gefangen auf dem Ort, wo sie sind. Aber natürlich wünsche ich allen eine gute Vor- und Nachbetreuung. Ich würde den zukünftigen Eltern und Müttern gerne auf den Weg mitgeben, sich ein bisschen mehr auf das Fachwissen der Hebammen zu verlassen und das mehr zu nutzen. Ich habe zum Beispiel meine gesamte Vorsorge beim Arzt gemacht und ich würde es beim zweiten Kind ganz anders machen. Ich würde einfach auf dieses ganze hochtechnische Gedöns verzichten und mich auf das Fachwissen, das ja über Jahrhunderte lang schon aufgebaut ist, verlassen, weil das ist einfach viel mehr wert als jedes Ultraschall. Und da müssen wir einfach auch wieder als Frauen zurück, mehr Vertrauen in unseren Körper zu haben und mehr Vertrauen in das Fachwissen von so fähigen Hebammen. Nochmal auf den Punkt gebracht, wie wichtig die Arbeit von Hebammen ist, vor allem auch für viele zukünftige werdende Eltern. Und deswegen nochmal Frage in die Runde, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Jeder darf nochmal ganz kurz von Ihnen. Wer möchte anfangen? Herr Abudaken. Ich habe es ja schon ein paar Mal betont. Also ich möchte gerne, dass die Geburtshilfe einen Stellenwert in Deutschland bekommt, der das Familienwerden lustbar macht. Also dass Familien sich drauf, Paare sich darauf freuen, Familien zu werden und vielleicht nicht nach einem Kind dann sagen, wie wir es ja momentan mit 1,3 ungefähr haben, naja, also das war es jetzt auch, das hat mir gereicht, sondern die Geburt als solches, als Akt, um Familie zu werden, muss wieder attraktiver werden. Das kann nur durch entsprechende Betreuungsstrukturen gegeben sein. Frau Pohl. Ja, ich würde mir auch eine selbstbestimmte Geburtshilfe wünschen und vor allen Dingen auch eine 1:1-Betreuung in der Klinik und dass die Hebammenarbeit weiter gewährleistet ist und sichergestellt ist.
Gleiche Frage an Frau Jeschke. Ja, also ich wünsche mir selbstverständlich, dass die Geburtshilfe nach wie vor Hebammenfach betreut wird, dass Frauen sich das wirklich mit dem vollen Bewusstsein, was sie tun, sich entscheiden können, wo und wie sie ihr Kind gebären. Und ich wünsche mir sehr, sehr den gesellschaftlich wachen Blick darauf, dass es auch um die Frau geht. Dass es nicht darum geht, dass eine Frau möglichst risikoarm dieses Kind gebiert und dass diese Frau dem Kind nichts antut und dass die Frau für das Kind eine gute Mutter ist, sondern dass hier eine Frau ist, die ihren biografischen Weg dazu nutzt, dass sie Mutter wird und dass sie das in ihren biografischen Weg so auf- oder einbetten kann, dass es für sie ein Gewinn ist im gesundheitlichen und im psychosozialen Aspekt und nicht, dass diese Mutterschaft verbunden ist mit Rentenkürzung, Karriereknick, abhängig von versorgenden Ehemännern und dann noch mit einer traumatischen Geburtserfahrung an einem Ort, den sie möglicherweise gar nicht erreichen konnte. Frau Schulz-Asche. Ich wünsche mir, dass der Begriff, schließt ein bisschen da an, Autonomie der Frau, dass es tatsächlich die Wahlfreiheit gibt, dass sie informiert ist und dass wir eine Berufsgruppe haben, die Geburt als einen ganzheitlichen Prozess dieser um die Frau herum verstehen und dafür auch vorhanden bleiben und diese Angebote auch bleiben. Und da Lösungen zu finden, ist, glaube ich, im Moment ganz dringend auf der Tagesordnung. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so richtig pessimistisch, aber auch nicht so richtig optimistisch, dass es tatsächlich eine Lösung geben wird. Im jetzigen System ist angesprochen worden, der mangelnde Präventionsgedanke, also das Vermeiden von späteren Folgen, ist im Gesundheitswesen in Deutschland völlig ausgeschaltet. Auch in anderen Bereichen übrigens und nicht nur in der Geburtshilfe. Würde mich sehr freuen, wenn da mehr passieren würde. Aber auch da wird ja geschoben gerade. Und dass man tatsächlich sagt, wir brauchen für bestimmte Bereiche, die wesentlich sind für die Betreuung, für die Geburtshilfe wesentlich, für die Hebammen, diese finanzielle Absicherung, Haftpflicht, aber auch die Bezahlung. Aber auch die Krankenpflege ist zum Beispiel in Krankenhäusern unterbezahlt. Auch in einer Berufsgruppe, die einen ganzheitlichen Blick auf die Patienten hat und nicht nur sozusagen auf das eine kaputte Bein oder auf die einzelne Krankheit, sondern und auch die Krankenpflege ist in der Gemengelage heute unterbewertet. Und von daher hoffe ich, dass es ganz schnell und hoffe auch angestoßen durch die Power von den Hebammen tatsächlich eine Diskussion darüber gibt, was bedeutet eigentlich der Mensch als Ganzes, sei es jetzt als werdende Mutter oder als mit Kind, was bedeuten die eigentlich für unser Gesundheitswesen und wie werden da tatsächlich auch die Leistungen bezahlt? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der diskutiert wird. Der geht jetzt ein bisschen von dieser Haftpflichtsache weg, aber die Haftpflicht ist jetzt dringend, aber die anderen Probleme müssen wir auch lösen. Sonst kriegen wir ein Riesenproblem mit einer Gesellschaft, die älter wird, wo Kinder kriegen sowieso in den Settings der Familie immer schwieriger wird, mit Beruf, mit Pflege der Eltern, mit Kindern und so weiter und so fort. Wir überlasten die einzelnen Personen und gerade wenn man sagt autonome Wahlfreiheit, dann brauchen wir einfach ein anderes System, was die Frauen einbindet und dazu gehören eben auch die Hebammen. Herzlichen Dank. Frau Richter, was wünschen Sie sich für die Zukunft in Sachen Geburt und alles, was dazu gehört? Ich wünsche mir ganz viele Beleghebammen für alle Frauen, die das wollen. Ich glaube, dass wenn Frauen sich für Geburtshäuser oder für Hausgeburten entscheiden, setzen sie sich mit dem Thema schon auseinander. Und das, was ja vorhin gesagt wurde, dass Klinik eben oft auch so, der Ärzte und Kaiserschnitte bringen Geld, also diese Klischees, mit denen man sich auseinandersetzt. Bei mir war zum Beispiel wirklich das Virchow-Krankenhaus. Ich habe mich da wohlgefühlt. Ich bin da hingegangen und die Ärztin stand kurz mal mit im Raum, aber ansonsten war das eine Sache zwischen der Hebamme und mir und meinem Mann, der aber auch nur zuschauen durfte. Also das, aber mich beschäftigt auch, dass Frauen sich vielleicht auch nicht so richtig damit auseinandersetzen. Und da frage ich mich, wo man anfangen muss. Also ist es eben auch wieder der Lauf der Gesellschaft, dass all das geplant wird, das ganze Leben geplant wird und Karriere und alles ganz wichtig ist und dann so ein Kind da auch irgendwo eingeplant wird und davon wieder einen Schritt wegzugehen und loszulassen und zu schauen, was es mit einem macht und eher so diesen der Schwangerschaft und der Entbindung ja natürlich
entgegenzutreten und ganzheitlich, das wünsche ich mir, weil ich das sehr schade finde, wenn das so ein, auch nur so ein Konstrukt in einem durchorganisierten Leben ist. Frau Brun. Ja, ich wünsche mir vier Sachen. Also ich fände es großartig, wenn wir das schaffen würden, die 1:1-Betreuung gesetzlich zu verankern. Es läuft ja noch die E-Petition bis 3.7. Ich finde es ganz, ganz dringend, dass etwas politisch passiert. Es ist nämlich, wir brauchen die Lösung vor 2016, weil wir jetzt schon mangelnden Hebammennachwuchs haben, es jetzt schon merken, dass die Hebammen sich nicht mehr anders orientieren und wir die normale Fluktuation nicht mehr aufgefangen kriegen. Das heißt, das geht viel schneller runter, das Hebammenwissen geht viel schneller verloren. Ich fände es wunderbar, wenn diese gesellschaftliche, ich weiß nicht, ob es wirklich schon eine ist, aber es fühlt sich manchmal so an, diese vielen kleinen Plops, die überall im Moment sind, die Protestaktion, die, diese Diskussion hier, ganz viele verschiedene Dinge an verschiedenen Orten. Und ich habe den Eindruck, es könnte eine gesellschaftliche Bewegung werden. Das fände ich wunderbar, wenn das wirklich gelingen würde. Und ich hätte wirklich große Lust, mehr zusammenzuarbeiten, noch zwischen den Fächern, zwischen den Professionen, derjenigen, um wirklich das nochmal hinzukriegen und zu gucken, welche Qualität wollen wir. Dann danke ich Ihnen allen an dieser Stelle für diesen Austausch. Und ich denke, sehr, sehr viele Themen und Aspekte wurden hier bereits angesprochen. Dennoch, wir freuen uns natürlich über Fragen. Wir möchten auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. An dieser Stelle soll also Raum und Zeit für Ihre Fragen sein. Und die Podiumsteilnehmer werden sicherlich gerne darauf antworten. Herzlichen Dank erst einmal.